Now it's all out on the table and everybody knows. The emperor is naked, he's not wearing any clothes. Now it's all out on the table and everybody knows. The emperor is naked, he's not wearing any clothes. Willkommen zum Klabautercast Nummer 91. Ich sitze hier mit Kevush. Hallo Kevush. Hallo Maha. Wer bist du denn? Ja, Kevin Čulina heiße ich, bin 20 Jahre, komme aus der Nähe von Frankfurt, bin seit 2009 bei den Piraten und darüber auch auf den Fall Wikileaks und Bradley Manning aufmerksam geworden. Das hat mich ein bisschen interessiert und dann habe ich mir gedacht, engagiere mich in dem Thema ein bisschen und deswegen bin ich heute hier. Ja, und da haben wir auch schon gleich das Thema verraten. Es ist nicht Wikileaks, es ist Bradley Manning. Ja, Bradley Manning konnte nun leider nicht hier sein. Wer ist Bradley Manning? Ja, Bradley Manning ist ein 24-jähriger US-Soldat, der in Afghanistan stationiert war und im Zuge dessen beschuldigt wird, dass er an geheime Informationen, Dokumente und Videos gekommen sei, die er dann Julian Assange und Wikileaks zugespielt haben soll. Und deswegen ist er seit 2 Jahren in Haft. Mhm. Ja, und natürlich gibt es eine ganze Menge Leute, die sich für ihn einsetzen. Ich muss Aufkleber, einen habe ich direkt hier vor der Nase, wie Bradley Manning. Vielleicht kann man davon nochmal irgendwie sogar ein Bild in den Podcast veröffentlichen. Ich schaue mal, ob das machbar ist. Ja, also da gibt es, wie gesagt, eine breite Unterstützung. Warum das so ist, wollen wir hier erörtern. Warum podcasten wir eigentlich genau jetzt über Bradley Manning? Wenn der schon seit 2 Jahren in Haft ist, hätten wir ja vor 2 Jahren was machen können. Ja, also Hauptverhandlung, das sollten wir auch noch sagen, ist erst im September und Oktober. Zurzeit sind erstmal nur Vorhörungen, es gab einen Vorprozess. Und wir wollen den Podcast ein bisschen nutzen, um den Fall öffentlicher zu machen, eine breitere Öffentlichkeit dafür zu bekommen und vielleicht Leute dazu bewegen, in dem Thema noch ein bisschen aktiver zu werden und vielleicht auch ein bisschen Einfluss auf den Prozess damit zu nehmen, wenn die Öffentlichkeit da ein bisschen größer wird, als es bisher der Fall ist. Ja, das Problem ist halt eben, dass die Öffentlichkeit zwar schon tätig geworden ist, wie man weiß, aber das Interesse ebbt so ein bisschen ab, jetzt wo es gerade wichtig wird, wo nämlich der Prozess bevorsteht. Und deshalb glaube ich, dass jetzt genau auch der richtige Zeitpunkt ist, darüber zu sprechen. Ja, also worum geht's? Du hast es ja schon kurz angesprochen. Also ihm wird vorgeworfen, geheimes Material, an das er gekommen ist, veröffentlicht zu haben, beziehungsweise weitergegeben zu haben, damit es dann veröffentlicht wird. Ja. Und da ist er ja sowas, was man einen Whistleblower nennt. Richtig. Ja. Wir können ja kurz erklären, wie es dazu gekommen sein könnte. Also wir können ja auch noch im Voraus, sollten wir sagen, dass wir jetzt einfach mal davon ausgehen, sprachlich, dass er das gemacht hat und nicht im Konjunktiv, sag ich mal, darüber sprechen. Ja, das ist ein bisschen ein Problem. Eigentlich wissen wir das nicht. Also niemand weiß das so genau. Und also was er nun wirklich getan hat, ja, letztlich soll das ja auch in der Gerichtsverhandlung noch herausgefunden werden. Natürlich wollen wir ihn nicht vorverurteilen. Das, über das Thema Vorverurteilung wird es ja heute auch noch gehen. Und wir wollen ihm natürlich nicht irgendwelche Sachen unterstellen, die er am Ende gar nicht gemacht hat. Dennoch ist es halt schwierig, immer zu sagen, der mutmaßliche und so weiter, der mutmaßliche Whistleblower, der mutmaßliche Whistleblower und so. Das ist zu anstrengend. Wir ja, unterstellen jetzt einfach mal ein paar Sachen, um es hier sprachlich zu vereinfachen, aber ganz voran eben dieser sogenannte Disclaimer, wir wissen es nicht und vielleicht hat, ja, vielleicht ist der Whistleblower gar nicht Bradley Manning, sondern jemand ganz anders. Ja. Ja, gut. Ja, zu seiner Rolle in der US-Armee, er ist seit 2007, wo er sich bei der Armee beworben hat, eingetreten. hat sich da, also er kommt aus einem amerikanischen Vorort und hat sich daraus so ein paar Zukunftschancen versprochen. War dann, das muss man auch sagen, eigentlich nicht ganz so geeignet für die Armee, weil er psychisch wohl recht labil war. Und wurde dann als Nachrichtenanalyst aufgrund seiner Computerkenntnisse eingesetzt. Und war dann von Mitte 2009 bis Mai 2010 im Irak stationiert. Mai 2010 wurde er dort eben aufgrund der Vorwürfe, die man ihm macht, festgenommen. Mhm, ja. Ja, genau, das ist eigentlich schon die Geschichte seines Lebens. Also das mit der doppelten Staatsbürgerschaft hast du, glaube ich, nicht erwähnt, oder? Ja. Also dann sag das vielleicht nochmal. Also er hat zum einen eben die amerikanische Staatsbürgerschaft und eben auch eine britische. Ich glaube, das kommt über die Mutter. Hm. Das hat sich später, wirkt sich das natürlich auch so ein bisschen auf den Prozess aus. Dadurch, dass ihm in einem Anklagepunkt die Todesstrafe drohen könnte und die eben durch die EU und durch Großbritannien verurteilt wird und sich Großbritannien für die Abschaffung weltweit einsetzt, spielt es da natürlich auch noch eine Rolle in dem Fall. Hm. Eine kleinere, aber das sollte man erwähnt haben. Ja, das ist, also wir wollen ja auch so ein bisschen so einen Überblick über die Persönlichkeit geben, was ja zum Teil eben auch für den Prozess relevant ist. Ja, das mit der Persönlichkeit ist ein gutes Stichwort. Bradley Manning ist homosexuell. Es gibt Berichte, dass er sogar transsexuell ist. Das, da gibt es aber keine wirklichen Quellen zu bisher. Vor seinem Eintritt in die US-Armee ist er damit relativ offen umgegangen. Auch es in seinem Heimatort wohl ein kleineres Problem war. Auch mit den Eltern gab es eher Streit, eher ein schlechteres Verhältnis zu den Eltern, was auch zum Teil darauf zurückzuführen sein könnte. Durch diese Don't Ask, Don't Tell-Regel. Ja, das müssen wir jetzt erklären. Dieses Gesetz. Also ich kann das natürlich verlinken, ja. Aber... Also es ist ein Gesetz, das es in der US-Armee gibt. Nee, das ist ja aufgehoben. Ja, stimmt, seit Ende 2011, glaube ich, ist das aufgehoben. Ein Gesetz, das es US-Soldaten verbietet, über ihre Homosexualität oder Transsexualität zu sprechen und andere darauf ansprechen. Also falls man homosexuell ist, soll man das dort tunlichst vermeiden, darüber zu sprechen. Und es soll auch nicht danach gefragt werden. Das heißt, don't ask, don't tell. Genau. Also es ist sozusagen so eine Art, ja, wie soll man das sagen? Verheimlichungsstrategie. Es wird sogar verordnet. Ich weiß nicht, ob das ein Gesetz ist, auf jeden Fall eine Vorschrift. Mhm. Bei Armeen regeln sich ja irgendwie anders als der normale Staat. Also das wurde dort vorgeschrieben, dass man sich eben da nicht outen darf oder auch nicht geoutet werden darf und man darf eben auch nicht danach fragen. Also alles, was so in diesem Bereich geschlechtliche Identität, geschlechtliche Orientierung angeht, das sollte da eben nicht thematisiert werden. Ja, welchen Grund hat das eigentlich, dass man so eine komische Regelung macht? Das ist ein Stück weit, kann man das natürlich auch darauf zurückführen, dass in den USA die Mehrheit Homosexualität oder eben verschiedene Formen der geschlechtlichen sexuellen Orientierung immer noch eher als Krankheit ansieht. Die Mehrheit? Naja, das weiß ich nicht. Das glaube ich nicht. Ja, vielleicht kann man von einer Mehrheit in der Armee sprechen. Das ist schon eher. Sicher wahrscheinlich. Ja, die Gesellschaft, das ist wahrscheinlich ein bisschen überzogen. Ja. Ja, also sind sicherlich viele Amerikaner da kritisch, das ist klar. Aber was heißt kritisch? Also haben eine kritische Meinung. Also sind halt lehnen Homosexualität ab, viele, aber nicht die Mehrheit, glaube ich. Ja. Das kann man passt natürlich nicht so in dieses konservative Weltbild der heilen Familie. Mhm. Genau. Wie das sich so vorgestellt wird. Ja, und da hatte man eben Angst, dass eben... Wovor hatte man eigentlich Angst? Also vorgeblich hatte man ja, glaube ich, Angst, dass da jemand diskreditiert werden könnte oder dass es dem irgendwie schlecht geht bei der Armee, wenn er bekannt ist, dass er schwul ist, dass er halt verspottet wird oder so. Das war, oder auch lesbisch, da sind ja auch viele Frauen dort. Oder allgemein, dass es eine Schwäche für eben die Armee in den Ländern, wo sie stationiert sind, sein könnte. Genau. Weil im Irak, Afghanistan, da ist das noch ein heikleres Thema als in den USA. Das kommt eben noch zusätzlich dazu. Also nicht nur, dass derjenige selber für sich Nachteile hat, sondern ich glaube, die Idee, die dahinter steckt, war eben auch, dass es vielleicht der Armee irgendwie schaden könnte. Also einmal vielleicht bei Auslandseinsätzen, was natürlich, glaube ich, wirklich herbeigeredet ist. Denn Bei Auslandseinsätzen begegnet man ja den Soldaten nicht so unbedingt als Personen, sondern eben als Soldaten. Ja, und ich glaube, es bestand auch so eine heimliche Angst davor, dass es innerhalb der Armee zu so einer Art Zerrüttung, Verweichlichung, sonst was kommt. Also ich weiß es nicht. Na, Verweichlichung ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, dass man das befürchtet hat. Eben dieser Schwächeaspekt ist, glaube ich, da recht zentral. Ja, ich glaube, dass auch so die Frage der sexuellen Orientierung und Identität, das hat auch so ein Potenzial, tatsächlich zu so einem, ja, wie soll man sagen, zu einer Art Revolution von innen zu führen. Ich glaube, da hatten auch viele Angst, dass sowas passiert. Du meinst diese Hörigkeit in der Armee, dass sie so ein bisschen da bröckeln könnte? Ja, das ist natürlich, wenn da Leute offensiv mit ihrer Persönlichkeit umgehen, dass dann eben auch so dieses, diese Befehlsstrukturen und dieser ganze Männlichkeitswahn, der ja bei so einer Armee, der ja beim Soldatentum im Allgemeinen immer so eine Rolle spielt, jedenfalls traditionell gesehen, dass der irgendwie plötzlich nicht mehr so funktioniert. Ja, das ist, glaube ich, also ich glaube, da gab es schon solche Ängste, die was mit dem traditionellen Funktionieren der Armee zu tun haben, dass es solche Ängste gab. Ich weiß es nicht genau, aber... Ja, das ist anzunehmen, dass man da sich so ein bisschen um die Hierarchien fürchtet. Ja, ja, naja, und das ist aber jetzt vorbei mit Don't Ask, Don't Tell, genau. Ne? Seit 2011. Ende, ne? Ja, Ende 2011. Ja. Ja, zusammenfassend vielleicht zur Persönlichkeit kann man sagen, dass er dadurch sich vor allem dann eben auch in der Armee doch eher wie ein Außenseiter gefühlt hat, verstoßen. Ja, er war vielleicht in doppelter Weise Außenseiter. Einmal vielleicht durch die Frage der sexuellen Orientierung, aber vielleicht auch, er war ja auch so ein Computer. Nerd eben, also das Nerd-Sein ist vielleicht auch nochmal so etwas, was einen eher isoliert. So eine Armee, wo es irgendwie um, wo eben der sportliche Mensch irgendwie so den... Der Starke. Ne, der Starke, so den, das Leitbild abgibt. Ja, ne? Das stimmt. Ja, also ich denke, das spielt wahrscheinlich schon eine Rolle, auch in den Dingen, die dann passiert sind. Ja, was ist jetzt passiert? Also ja, nochmal kurz anschließen, das ist wahrscheinlich auch ein gutes, also daran sieht man, wenn man sich da nicht so involviert fühlt in der Armee, man ist da so ein bisschen isoliert, das macht einen dann vielleicht auch zu jemandem, der dann eher mal aufwüchst sozusagen, also jemand, der dann da die Informationen weitergibt. Ja, das ist vielleicht jemand, der auch mehr nachdenkt als die anderen und sich eben vielleicht auch selber nochmal Gedanken macht. Aber der nicht Teil dieses Schauspiels ist zu 100%. Ja. Er ist so richtig dabei, das heißt, er kann eben aus dem Grund schon querdenken und macht sich vielleicht Gedanken, die sich andere nicht machen, die eben dann auch Dinge verdrängen können. So, ja, jetzt aber wirklich, was ist dann passiert, beziehungsweise was nimmt man an, was passiert ist? Das ist ja, also soweit wir es bisher erklärt haben, ist es ja unproblematisch, aber jetzt kommen ja diese Dinge, die dann im Irak passiert sind, wo man halt, Ja, Manning hatte Zugriff dieses SIPRNet, Secret Internet Protocol Router Network. Das ist ein Server, auf die ungefähr 2,5 Millionen Leute, eben hauptsächlich US-Soldaten oder Leute der US Army Zugriff haben. Da liegen Top Secret, also als Top Secret eingestufte Daten drauf, die eben Kriegsbewegungen oder Diplomatie, Dokumente betreffen, Depeschen. Ja, geworfen wurde dem... SIPRNet heißt das, glaube ich, normalerweise. Also war so gesagt, SIPR. Ja. Ich glaube, SIPRNet nennen die das. Das ist, glaube ich, auch ein Spiel. Ja. Ja. SIP ist ja irgendwie sowas in kleinen Schlücken trinken oder so. Also SIPR ist jemand... Also ich glaube, da ist irgendwie auch so ein armeetypisches Wortspiel dahinter. Ich werde das jetzt nicht vertiefen, weil ich auch keine Ahnung habe. Das ist eine Spekulation. Ja. Ja, also gerade an diesem Punkt, dass es circa 2,5 Millionen Zugriffsberechtigte gab, sieht man, dass der Umgang Umgang bezüglich der Datensicherheit dann doch eher ein bisschen lax war, unprofessionell. Zwar wurde danach vom US-Militär behauptet, dass die Daten gar nicht so heikel, gar nicht so entrant waren, Wurde auch im Vorprozess jetzt nochmal thematisiert. Die Verteidigung hat da so ein bisschen drauf hingespielt, aber das ist thematisiert. Ja, bis zweithöchsten Geheimhaltungsstufe steht da doch. Ja. Top Secret, das ist doch schon ziemlich viel. Also ich kenne jetzt die Geheimhaltungsstufen der USA nicht so genau. Müssten wir nochmal bei der Wikipedia nachschlagen. Das könnte natürlich auch so ein Abwehrreflex sein. Ach, die Daten waren ja gar nicht so heikel, um so ein bisschen zu verteidigen, dass eben so viele Leute da Zugriff drauf haben. Na, wir kennen ja inzwischen einige der Daten. Also ich finde, die sind schon relativ heikel. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Aber zeigt dieses Problem, das die US-Armee wohl hat, dass sehr unerfahrene, junge und zum Teil auch unqualifizierte, also das sieht man ja zum Teil an Manning, an dieser psychischen Labilität, ist das richtig, sieht. Ja, aber ob jemand, der psychisch labil ist, jetzt gleich unqualifiziert ist, finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Also ich glaube, du gehst dazu, wie soll ich sagen, also zu undifferenziert um. Mhm. Also ich meine, ist ja nicht, kannst ja jetzt nicht sagen, jeder, der irgendwie, ich meine, psychische Labilität ist ja vielleicht auch nicht mal eine Krankheit. Das heißt nur, dass er ja vielleicht leicht erkranken kann. Kannst ja nicht Leute, die vielleicht mal krank werden könnten, alle ausschließen und sagen, die sind jetzt nicht qualifiziert. Irgendwie. Ja, das stimmt, aber Leute, die vielleicht, also psychisch labil ist ja auch schon so ein bisschen wertend, aber Leute, die jetzt vielleicht psychisch eben ein bisschen, ja, sagen wir jetzt mal psychisch labil sind, die, ob man da in einem Kriegsgebiet, wie jetzt im Irak oder in Afghanistan, da so gut einpasst, sage ich mal, oder zurechtkommt, ist natürlich auch eine andere Frage. Und ob man dann dort Zugriff zu eben als Top Secret, zweithöchste Geheimstufe, eingeordnete Daten hat, ist eine andere Frage. Also US-Militärsicht, das ist jetzt nicht meine Meinung, aber könnte man ja drüber streiten, ob das so eine gute Taktik ist. Ja, ja. Ja, ja, gut, also es gibt wahrscheinlich auch ein Personalproblem bei der US-Armee, ne? Dass sie halt einfach nicht genug Leute haben, die eine gewisse Qualifikation haben. Und deshalb, das ist vielleicht auch ein Punkt. Ja, na gut. Ihm wird vorgeworfen, dass er dort Daten gefunden hat, die etwas heikel waren, die Informationen beinhaltet haben, die seiner Meinung nach an die Öffentlichkeit sollten. Ist bisher nur vermeintlich, was alles von ihm kam, recht sicher zu sein scheint, dass dieses sogenannte Collateral Murder Video von ihm stammt. In dem Video sieht man... Ja, nicht das Video von ihm, also er hat's... Ja, also das Video ist über ihn an Wikileaks gekommen, oder das wirft man ihm vor. Das wirft man ihm vor, genau. Ja. Ja, müssen wir vielleicht noch gleich erläutern, vielleicht... Gucken wir nochmal, was sonst alles noch für Daten. Ja, vielleicht kurz dieses Collateral Murder Video erklären. Ja, das ist ein bisschen kurz. Kurz ist das, glaube ich, nicht zu machen. Das ist, glaube ich, schon ziemlich... Aber gut, dann gehen wir erstmal auf das Collateral Murder Video ein. Ja. Also man sieht einen Kriegseinsatz in Afghanistan aus einem Helikopter. Also kein Kriegseinsatz, aber es ist ein Einsatz aus einem Helikopter gefilmt. Und zwar automatisch gefilmt, ne? Genau, automatisch mitgefilmt. Und man sieht eine Gruppe Zivilisten und Journalisten. Nicht in dem Helikopter, sondern... Am Boden, ja. Am Boden. Ja, aus dem Helikopter gefilmt. Am Boden sieht man eine Gruppe. Wir können es ja verlinken, das ist... Naja, ich glaube, wir sollten es doch erklären. Denn, ja, wir können es erklären, aber... Ich habe es ja auch mal gesehen, es reicht, es einmal, glaube ich, gesehen zu haben. Und man sieht eigentlich wenig. Also man muss wissen, was man da sieht. Weil das alles ein bisschen sehr schnell und durcheinander geht. Das stimmt. Finde ich. Ja, man sieht am Boden eine Gruppe Zivilisten rumlaufen. Zwei davon hat sich später herausgestellt, waren Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters. Einer trug eine Videokamera, also eine große Kamera auf der Schulter, und man hat ihn, zumindest behaupten in dem Video die Soldaten dort, hat man vermutet, dass das eine Waffe sein könnte, die er dort trägt. Und sich eben abgesprochen und dann sicherheitshalber beschlossen, die Leute zu erschießen oder auf sie zu schießen. Auch wenn das wohl in dem Video so ein bisschen rauskommt, dass es ein bisschen umstritten war, ob man das jetzt tut. Es wurde dann gemacht und im Nachhinein kam raus, dass das Zivilisten waren und das eine sehr sinnlose Aktion sozusagen war. Hm. Also auf Zivilisten geschossen und die wurden auch erschossen, ne? Ja, ja, zum Teil, ja. Ja. Man sieht dann, wie Leute kommen mit einem Auto und versuchen, die Verletzten einzusammeln. Auf die wird dann auch geschossen und so weiter. Ja, ja. Im Nachhinein wurde das nicht als Kriegsverbrechen eingestuft. Zumindest findet man da die Bezeichnung bisher nicht. Aber da kann man natürlich drüber streiten, ob das so ganz rechtens ist, wenn man sowas tut. Naja, auf Zivilisten zu schießen ist schon heftig, finde ich. Ja, definitiv. Aber wenn das halt stimmen sollte, dass man nicht genau wusste, dass man dachte, da geht eine Gefahr von denen aus, naja, ist immer noch die Frage. Naja, wie auch immer. Hm. Dann ist natürlich wieder fraglich, dann kann man nicht unbedingt sagen, dass es ein Kriegsverbrechen ist. Also ich glaube, das ist wirklich so ein Grenzfall sein. Also da müsste man halt, aber es ist schon schlimm eigentlich, dass auf Zivilisten geschossen wird. Also ja, da sind wir uns, glaube ich, einig, ja, dass es nicht ganz in Ordnung war. Ja. Zu Video, man vermutet, dass das unter Journalisten, die engeren Kontakt zur US-Regierung oder zu US-Armee hatten, schon in Umlauf war. Man vermutet einen Journalisten namens David Finkel, der ein Buch über den Irakkrieg, weil er dort als Journalist unterwegs war, geschrieben hat, dass er das Video kannte. In einem Chatlog, den sollten wir, also es gab einen Chatlog zwischen Manning und einem anderen US-Soldat namens Adrian Lamo, in dem er sich mit ihm darüber eben unterhält, dass er Daten gefunden hat, die seiner Meinung nach an die Öffentlichkeit müssten. Und in diesem Chatlog hat er sich auch eher darüber, sehr darüber aufgeregt, dass es wohl Journalisten gibt, die das Video kennen, es ja nicht öffentlich machen, und ja, hat dann sich wohl gedacht, dann muss er es wohl übernehmen. Mhm. Aber die, ja, zu den Chatlogs kommen wir später, glaube ich, ja auch nochmal ein bisschen genauer. Wir sollten vielleicht nochmal die Dipschen noch kurz ansprechen und die anderen Dokumente, bevor wir zu dem Weg, wie es in die Öffentlichkeit gekommen ist, kommen. Das haben wir ein bisschen übersprungen. Ja, das wollte ich ja verhindern, aber du wolltest ja unbedingt gleich Collateral Murder sprechen. Also Collateral Murder ist halt der Titel, ist halt eine Anspielung, kann man vielleicht noch erklären, auf Collateral Damage. Das ist so ein bisschen Neusprech, Kollateralschaden, dass man halt sagt, ja, wenn Krieg geführt wird, dann sterben halt auch noch andere Leute. Das ist eben sei eben ein Kollateralschaden, da könnte man halt nichts dazu. Ist natürlich irgendwie Neusprech für das Ermorden von eben Unschuldigen. Ja. Und hier eben tatsächlich Collateral Murder, also Kollateralmord eben. Ne? Ist ja schon eben sehr wertend. Ja, das ist sehr wertend. Der Titel ist aber erst später dem Video verliehen worden, als es eben von Wikileaks veröffentlicht wurde. Durch Wikileaks kam dieser Name. Genau. Ja. Dann wird vermutet, also es gab diese US-Depeschen, die dann veröffentlicht wurden, die kamen zwar zum Teil aus US-Botschaften, unter anderem der türkischen Botschaft, also man vermutet, dass da etwas aus der türkischen Botschaft kam, zum Teil eben auch wohl über Manning und Dokumente. Ja, wird vermutet, genau. Ja. Und dann gibt es diese Gitmo-Files, das ist eine Art Insassenkartei über die Insassen in dem Gefängnis Guantanamo. US-Gefängnis. Mhm. Und da geht es einmal um die Geschichte der Gefangenen, also alle Daten, die man über die Gefangenen dort hat. Und diese Gitmo-Files sind in dem Sinne sehr heikel. Also erstmal ist es wirklich so die erste Statistik, die an die Öffentlichkeit gekommen ist über Gefangene dort. Und es ist halt deutlich, dass viele Leute unschuldig dort inhaftiert sind. Mhm. Dass man das relativ schnell rausgefunden hat, aber die Leute einfach dort inhaftiert gehalten hat. Ja. Weil man nicht genau wusste, wie man damit jetzt umgehen soll und da sich wahrscheinlich auch kein Fehler eingestehen wollte. Und es gab da auch einen recht großen Aufschrei weltweit, nicht nur in den USA. Gerade in der Diskussion, ob Guantanamo so ganz rechtens ist, was man dort macht. Ja. Dass man Leute da einfach auf einer Insel festhält, ob man da jetzt Beweise hat oder nicht. Ja, das ist, also ich glaube, die amerikanische Regierung war sich schon im Klaren, dass das alles nicht so rechtens ist. Deshalb haben sie es ja dort gemacht. Außerhalb, geheim gehalten und außerhalb der USA. Mhm. Wo halt eben US-Recht auch, ja, ich möchte fast sagen, immer nur dann gilt, wenn es gerade passt. Also ja, muss man vielleicht so sagen. Mhm. Jetzt kann man natürlich wieder zugunsten der USA auch sagen, wenn da Leute inhaftiert sind, die irgendwo sonst herkommen. Die kamen ja, glaube ich, von überall. Man hat ja, glaube ich, nach dem 9/11-Angriff das da eingerichtet und Leute wirklich von überall dahin geschafft. Mhm. Also nicht nur aus Afghanistan. Ich glaube, Beirut ist da ist aus den Files öffentlich geworden, dass aus Beirut sehr, sehr viele Inhaftierte kommen. Also ja, sind ja auch zum Beispiel, da sind ja auch Usbeken und Uiguren zum Beispiel sollen da auch sein, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Ja, die sollten ja dann mal nach Deutschland kommen. Ja, es gab. Jetzt glaube ich nicht mehr, oder? Ich glaube, also mir fällt jetzt nur dieser Fall mit Murat Kurnas ein. Genau, ja, ja. Der ist ja ziemlich durch die Presse auch gegangen, also sollten wir vielleicht sollen wir das kurz erklären? Ja, erklär kurz. Das ist ein Mann, der ist in Bremen geboren, glaube ich, genau, und aufgewachsen auch. Ist ein Konvertit, glaube ich. Mhm. Also hat sich dem Koran angeschlossen und dem Islam. Ja, richtig, ja, nicht dem Koran, ja, richtig. Und es vermutet, dass er einfach nur Familie besuchen wollte im Iran. Mhm. Ihm wird vorgeworfen, dass er dort in einer sogenannten Koranschule sich zu einem Terroristen ausbilden lassen wollte und deswegen wurde er am Flughafen festgenommen. Ja. Ja, es ist schnell rausgekommen, dass er unschuldig war, wurde aber mehrere Jahre dort festgehalten und gefoltert. Ja. Naja, der Punkt ist halt eben, also das Foltern ist dann nochmal ein extra Kritikpunkt natürlich, aber jetzt nochmal ein bisschen pro USA, wenn halt herauskommt, es ist ein Fehler gemacht worden und da ist jemand unschuldig in Guantanamo und das ist halt jemand irgendwie aus der Uigurischen Republik oder dann das natürlich, ja, dann ist natürlich ein Problem da, weil man nicht einfach dann die Leute nach Hause schicken kann. Das geht halt nicht so einfach. Also das ist ja auch im Nachhinein noch das Problem, wenn man das Lager tatsächlich auflöst. Und ich hatte ja damit gerechnet, dass kurz nach dem Regierungsantritt von Obama das Lager tatsächlich aufgelöst wird. Aber es sind natürlich viele Schwierigkeiten. Also die Leute, wo soll man da hin mit den Leuten? Also, ja, definitiv. Also das hat man jetzt viel zu lange dort aufgebaut. Die sind ja zum Teil da völlig entwurzelt, beziehungsweise kommen auch aus Situationen, wo sie dann... Also ich meine, wenn jetzt jemand, wenn jetzt ein uigurischer Aktivist nach China zurückgeschickt wird, dann ja, nee, also da will der nicht hin. Und da soll der auch nicht hin, weil an dem Punkt natürlich es dem nicht gut geht. Also das sind doch viele Probleme. Deshalb sieht man ja eben auch, klar, also wenn man feststellt, oh, da haben wir den Falschen, was tun? Oh, also das ist, also kann man fast schon nachvollziehen, obwohl ich natürlich jetzt nicht damit entschuldigen will, dass die Leute in the first place, wie man so sagt, da erstmal gefangen genommen werden und da in so ein Lager gesteckt werden. Das geht eigentlich gar nicht. Man natürlich kritisieren, ob das rechtens ist, was man da tut und dass man Leute mit so einem Verdacht erstmal auf ein Gefängnis, auf eine Insel steckt. Ja, und wenn man dann sieht, dass es so nicht geht oder wenn man sich entschließt, das Lager aufzugeben, dann sollte man sich auch schnell und intensiv Gedanken machen, wie man das Problem löst und dann nicht einfach noch weitermachen, weil man jetzt einfach nicht mehr anders kann. Das ist auch nicht gut. Also, naja. Ja. Gut, also das war jetzt Guantanamo, haben wir abgeschlossen. Also Guantanamo ist exterritoriales Gebiet, das liegt auf Kuba und ist aber eine Station der Amerikaner. Und dort ist halt dieses Lager und immer noch, obwohl, wie gesagt, Obama das sozusagen als erstes nach seinem Amtsantritt auflösen wollte. Das ist aber dann doch nicht geschehen. Ja, ja, da haben wir jetzt schon das Material, haben wir jetzt, glaube ich, erläutert. Ja, die Depeschen. So, Depeschen, ja, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen. Genau. Also Depeschen sind halt ein altes Wort für Telegramm, aber Telegramme sind es ja auch nicht mehr, weil die heute alle E-Mails verschicken. Das ist halt die Korrespondenz von Diplomaten. Genau. Ne? Also zwischen den Botschaften und dem State Department, also dem amerikanischen Auswärtigen Amt, wird halt korrespondiert. Da schicken die Botschafter regelmäßig Berichte über den Zustand in dem Land, wo sie sind, was sie da so machen und so. Also muss ja immer berichtet werden. Und das wird halt über dieses SIPRNet dann eben auch an die an State Department geschickt. Und da gibt es halt Dateien mit der E-Mail-Korrespondenz. Wobei man sich auch fragt, ne? Warum gibt es eine zentrale Datei dazu? Das ist doch völlig daneben. Meine die Frage, what could possibly go wrong? Ja. Also ich meine, ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, soll man das alles zentral halten und soll man dann so viele Leute darauf zugreifen können? Alles ein bisschen... Naja, also ich meine, das State Department will halt den kompletten Überblick haben und da hat man halt einen Server im State Department, wo die Mails ankommen und wo sie danach bleiben. Und dann, was ich auch nicht verstehe, es gibt doch wirklich abgehangene Verschlüsselungsverfahren, also PGP, könnte man doch nutzen. Ne? Also da schreiben alle, die was schreiben, mit einem öffentlichen Schlüssel und der Empfänger im State Department hat den geheimen Schlüssel, kann man zur Sicherheit noch irgendwo hinterlegen, in einem Umschlag auf Papier oder so. In einer verschlossenen Schublade. Ja, ja, es gibt doch da wirklich gute Möglichkeiten und dann, ja, dann kann da niemand dran. Also hier nochmal ein Tipp, liebe amerikanischen Freunde. Wir empfehlen Technologie aus den USA, PGP, vielleicht auch als Open-Source-Variante, GNU-PG. Könntet ihr vielleicht mal einsetzen. Ja. Gut, nach dem kurzen Werbeblock. Es kommen noch mehr Werbeblöcke. Wir wollen uns ja von der Dauerwerbesendung verabschieden und machen das jetzt in Werbeblöcken. Gut, kommen wir zurück also auf diese Depeschen. Also, jetzt erläuter mal, was da alles so drin steht. Die Depeschen. Ja, allgemein sind die ja ziemlich durch die Medien gegangen. In Deutschland und Europa hauptsächlich ja doch eher die eher uninteressanten. Also, da es wird jedem noch in Erinnerung sein, die Informationen über bekannte Politiker in Deutschland und weltweit, was das so für Leute sind. Und fand ich aber amüsant. Ja, amüsant, aber eben auch nicht mehr. Also aus den Daten war wohl ein bisschen mehr rauszuholen. In Deutschland war das eher das, was so durch die Presse, Tagespresse gegangen ist. Ja. Also vielleicht so als Beispiel, es sind mehrere Geschäfte zwischen der US-Regierung und Regierung im Norden von Afrika bekannt geworden, dass man denen eben Waffen verkauft hat oder Überwachungssoftware und so weiter. Das ist ja auch später jetzt noch, also durch diese Telecomic-Veröffentlichung zum Beispiel ist das ja auch nochmal sehr deutlich geworden. Da haben wir auch einen Klabautercast gemacht über Telecomics, also wer jetzt nicht weiß, was das ist, wird verlinkt. Einfach mal, ja, muss ich verlinken, genau. Ja. Ja, also Julian Assange behauptet ja fest, dass die Veröffentlichung dieser Depeschen die Unruhen in Tunesien und allgemein im Nordafrika, die dann zum arabischen Frühling geführt haben und immer noch führen, das eben der Grund dafür war oder so der Auslöser letztlich. Kann man halt drüber streiten, ob das der einzige Grund war, warum dort eben eine Revolution ausbricht, aber ja, wird Teil dazu beigetragen haben. Ja. Naja, gut. Könnte sein, ja. Ja. Das ist halt schwer zu sagen, denn ich meine, um das alles zu rezipieren, da muss man ja auch Zeitung lesen und Fernsehen und so. Und ja, ob jetzt nun alle Beteiligten am arabischen Frühling dann auch immer international sich für internationale Politik interessieren und das, ja, das rezipieren. Weiß ich nicht. Natürlich einige Eliten auf jeden Fall. Und die sind ja auch beim arabischen Frühling sicherlich auch beteiligt gewesen. Also sicher hat beim arabischen Frühling noch viel mehr dazu geführt, dass es da jetzt, dass da eben zu diesen Revolutionsbewegungen kam. Aber letztlich kann man schon sagen, dass auf jeden Fall dieses Misstrauen in den Staat, das auch da sich so ein bisschen zeigt, eher gefördert wurde dadurch. Ja. Ja. Ja, sicher, das ist klar. Also es zeigt halt gerade, dass es da so enge Kontakte gibt. Ich meine, man braucht ja nur so viel zu wissen, dass es da enge Kontakte gibt zwischen denen, die sich immer auch so als anti-amerikanisch artikulieren, also den Führungsschichten da in arabischen Staaten und den Amerikanern. Das ist natürlich auch so ein bisschen, ja. Ja, wenn es um die Überwachung der Bevölkerung geht, dann arbeitet man vielleicht doch wieder ein bisschen zusammen. Ja, ja. 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 Es zeigt sich vor allen Dingen auch, also nicht nur die Überwachung der Bevölkerung, ich glaube, das hat die gar nicht so sehr betroffen gemacht, aber man konnte eben auch ein bisschen mehr Einblick bekommen in das Ausmaß der Korruption in den Ländern. Ja. Und Korruption ist natürlich schon auch ein bisschen ein Problem. Es entspricht auch nicht den arabischen Wert, den islamischen Wertvorstellungen. Also ja, dass es eine Elite gibt, die sich bereichert. Dazu. Ja. Also das führt natürlich auch dazu, dass vielleicht dann viele sagen, nee, solche Leute wollen wir da nicht. Ja, richtig. Ja, es gab ja aber auch noch mehr Dinge, die aus den Depeschen oder Cables herausgekommen sind. Ne? Hm? Ja, sag doch mal. Ja, kann schon sagen. Also es gab beispielsweise eine Polizeifeier in Afghanistan. Also werden durch US-Soldaten wird eine örtliche Polizeistruktur versucht aufzubauen. Polizisten werden ausgebildet. Und es ist wohl bekannt geworden, dass am Schluss es immer eine Party gab. In einem Fall zumindest, da ist man sich recht sicher, dort auch minderjährige Prostituierte getanzt und eben angestellt wurden. Und das Ganze wurde durch das US-Militär bezahlt und veranstaltet. Also da sieht man, dass so ganz moralisch geht man da doch nicht dran, wie man das so gerne hätte oder wie das gerne dargestellt wird. Also aus diesen Depeschen ist sind schon viele Informationen rauszuholen. Ja, gab es dann noch so eine Geschichte mit dem Mord an einer Großfamilie, ne? Weißt du da mehr zu? Nee, deshalb wollte ich dich fragen. Ah, weißt es nicht. Nee, okay. Also es gab irgendwie noch so einen Mord, den es auch in den Depeschen nur ging. Und ja, also es gab diesen Fall wohl, dass irgendwie eine Familie ermordet wurde auf der Suche nach Rebellen. Wo man sagen kann, gut, die US-Soldaten waren auf der Suche nach Rebellen. Aber, oder es war schiefgelaufen, aber es war nicht schiefgelaufen, es war also gar nicht nötig, da eine ganze Familie ermorden. Und das ist auch von den Amerikanern selber als Kriegsverbrechen eingestuft worden. Also das hat tatsächlich dann auch Konsequenzen gehabt. Und darum geht es auch bei den Cables. Also man sieht, auch wenn die Amerikaner dann zugegeben haben, dass das ein Kriegsverbrechen gewesen ist, ist es trotzdem natürlich nicht gerade Werbung für die USA, wenn das dann nochmal öffentlich wird. Ja, vor allem, weil sie das selbst wahrscheinlich nie öffentlich gemacht hätten. Genau, genau. Es wurde halt intern entsprechend untersucht, aber nicht groß an die Öffentlichkeit gebracht. Und das geschah halt durch die Cables, die dann von Wikileaks veröffentlicht wurden, Ja, zum Bin Laden-Mord gibt es ja auch noch irgendwie was, ne? Ja, es gibt Vermutungen, dass dieser Mord oder eben das Töten von Bin Laden doch nicht so ganz im Eifer des Gefechts entstanden ist, wie das jetzt so dargestellt wird, sondern dass das schon so ein bisschen geplant war und man das möglichst kurz und schmerzlos machen wollte. Ja, also dazu gibt es auch Cables. Und das ist natürlich auch sehr interessant. Ja. Denn ich stehe immer noch auf dem Standpunkt, dass man Verbrechern den Prozess macht und nicht einfach so. Ja, definitiv. Also nicht einfach so tötet. Prinzip des Rechtsstaats. Das ist nicht rechtsstaatlich. Also genau. So weit können wir uns, glaube ich, einig sein. Ja. Gut, also das sind so Dinge, die man aus den Depeschen entnehmen kann. Also sind ja, glaube ich, immer noch nicht alle veröffentlicht. Da ist ja noch... Es sind ja auch sehr viele, also die alle auszuwerten, das dauert natürlich auch lange. Ja. Also in Deutschland macht das, glaube ich, der Spiegel. Hat da von Anfang an mitgemacht. Der Guardian ist damit sehr bekannt. Also ist da sehr positiv aufgefallen, weil die sich da sehr engagiert haben. Ja, na, der Guardian hat doch, glaube ich, mehr so das Internationale im Blick. Genau. Während der Spiegel ja, glaube ich, inzwischen da auch schon mehr oder weniger durch ist, weil sie dann sagen, das ist hat für uns dann nicht mehr so richtig Nachrichtenwert, wenn irgendwie in fremden Staaten irgendwas passiert. Und der Guardian hat da sozusagen einen internationaleren Blick drauf und ist dann, glaube ich, auch immer noch dran. Genau. Ja, die haben da so eine ganz nette Karte, wo man auch regional raussuchen kann, was zu den Depeschen so veröffentlicht wurde. Also welche Depeschen da veröffentlicht wurden, was man da finden kann. Mhm. Also das sollte man sich mal anschauen, da kann man lange drin rumstöbern. Ja, ja. Gut, also jetzt, gut, die Depeschen waren natürlich der große Coup von Wikileaks, wobei natürlich nicht Wikileaks die Daten sozusagen selber gesammelt hat, sondern die wurden Wikileaks ja zugespielt. Genau, sie waren der Proxy sozusagen. Ja, da geht's eben... oder vielmehr, da wird eben Bradley Manning vorgeworfen, einer derjenigen zu sein, die Wikileaks die Informationen zugespielt haben. Genau. Also der eigentliche Geheimnisverrat ist, da wird eben Bradley Manning vorgeworfen, obwohl es relativ sicher ist, dass er nicht der Einzige ist. Wir hatten das ja schon mit den Materialien aus der türkischen Botschaft und ja. Also da gibt es sicherlich noch mehr Whistleblower. Genau. So, jetzt kommen wir zur Verhaftung. Genau, also wie vorhin schon erwähnt, gab es diesen Chat mit dem Soldaten Adrian Lamo. Es gibt da zwei Theorien, wie das Ganze dann öffentlich geworden ist. Einmal ist die Theorie, dass Manning im Besitz der Daten war und sich jemandem anvertrauen wollte. Das geht auch aus dem Chatlog raus. Also er sagt da, ich habe hier schreckliche Dinge, was würdest du tun, wenn du sowas sehen würdest? Ich würde es an die Öffentlichkeit geben und so weiter. Lamo ist darüber eher empört. Also es wird vermutet, dass er das dann dort an Sicherheitsbehörden weitergegeben hat, dass er hier einen Soldaten hat, der über die Veröffentlichung von geheimen Daten des Militärs nachdenkt. Eine andere Theorie ist, dass er von vornherein in einem FBI-Programm war. Das ist eher so ein bisschen die verschwörungstheoretischere Variante, Theorie. Mhm. Und auf Leute wie Manning angesetzt wurde und eben nur danach gesucht hat, dass jemand so weit geht. Mhm. Ja. Ja. Also man kann sagen, dass die erste Theorie, dass er da die Sicherheitsbeamten informiert hat, doch die wahrscheinlichere ist. Ja. Ja, naja. Also auch da ist eben noch so einiges im Unklaren. Also kann man ja tatsächlich so sagen. Also die Rolle von Lamo ist halt irgendwie nicht wirklich sicher. Aber kann man ja immerhin also mal hier problematisieren. Ja. Im Nachhinein, das kann man auch noch sagen, hat Lamo sich immer so ein bisschen, naja, hat sich immer so dargestellt, als würde ihm das total leid tun, dass er da Sicherheitsbeamte informiert hat und er würde jeden Tag an Bradley Manning denken, auch in Bezug auf die Haftbedingungen, die er da hatte und dass das ja nicht rechtens wäre. In den Vorprozessen jetzt hat er doch eher gegen ihn ausgesagt und mehr oder weniger die Echtheit dieses Chatlogs und der Identität Mannings dahinter verraten. Mhm. Also ist das doch zweifelhaft, ob ihm das wirklich leid tut. Ja. Falls er das war. Ja gut, also ja, ist schon seltsam irgendwie, also also wir werden es jetzt auch nicht ergründen können. Jedenfalls das war glaube ich der Angriffspunkt eben, an dem man dann eben auch Manning verdächtigt hat. Also das ist jedenfalls der Punkt. Also man kann sagen, im Grunde wäre Manning erstmal nicht aufgefallen, wenn er nicht über diese Dinge an der Stelle gechattet hätte. Ja. Ja. Ja, das war schon der erste Kontakt nach außen. Ja, ja. Mit den Informationen. Ja. Gut. Dann über Lamo ist dann der Kontakt zu den Sicherheitsbehörden gekommen. Manning wurde dann im Mai 2010 festgenommen und erstmal 2 Monate in einem Militärcamp in Kuwait inhaftiert. Mhm. Dann in einem Militärgefängnis in Fort Leavenworth, glaube ich. Ja, mag sein. Mhm. Ja, das war ein Militärgefängnis. Das zeigt natürlich auch erstmal, wie man da rangegangen ist. Es gab keine ernsthafte Untersuchungshaft, sondern direkt in einem Militärgefängnis. Ja gut, also es hat sich beim Militär ereignet. Also dann bleibt er natürlich erstmal beim Militär. Das Militär hat natürlich auch eigene Gefängnisse, klar. Ja gut, aber man kann natürlich streiten, ob das richtig ist, jemanden nur in einem Militärgefängnis festzuhalten. Dazu kommen wir ja später nochmal mit dem Prozess, wie das dann gelaufen ist. Das sieht schon wie ein Gesamtbild eher aus. Ja. Also Berichte aus dem Militärgefängnis sind einmal, dass er, man kann da schon von Folter sprechen, dass er einmal 23 Stunden am Tag nackt sein musste oder... Wieso nur 23 Stunden? Was war in der letzten Stunde? Wieso 23? 24? Also ich meine... Ja, also die Berichte sind, dass es 23 Stunden war und 1 Stunde hat er dann da doch Klamotten bekommen. Aha. Also er musste dann regelmäßig nackt vor die Zelle treten, hatte... Das Licht war ziemlich den ganzen Tag an, in einem Viertelstundentakt wurden Kontrollen gemacht. Das ist das. Ja, das ist schon ziemlich schlimm. Also Viertelstundentakt. Das ist die Definition von einer Isolationshaft. Heißt natürlich wirklich, dass er, dass er im Grunde nicht richtig schlafen kann. Und das hat natürlich, sind natürlich Folterbedingungen, klar. Ja. Ja, also Berichte aus Isolationshaft zeigt schon, dass das eben nicht nur physische, nicht nur psychische Schäden von sich zieht, sondern eben auch körperliche. Ja. Also man kommt, wie du schon gesagt hast, nicht zum Schlafen. Es ist wohl auch so, dass er keine Decke, keine Bettdecke, kein Kopfkissen hatte. Also liegt man da ohne Beschäftigung rum. Abgesehen von der Langeweile ist das auch für den Körper nicht ganz so gesund. Ja, genau. Ja. Anzunehmen, dass der US-Militär dadurch an Informationen rankommen wollte. Eventuell sogar Kontakt zu Wikileaks, nachdem bekannt wurde, wie die Dokumente eben veröffentlicht wurden. Hat scheinbar nicht so ganz geklappt, mhm, wie man sieht. Ja, naja gut, also was sollte er sagen? Ne? Ja gut, er kann seine Tat eingestehen, aber mehr, weiß er nicht, er wird ja auch nichts was, also bei der Wikileaks ja nicht so, da weiß er, dass eben ihre Strukturen groß verraten haben. Ne? Ja. Es ist natürlich auch die Frage, ob man jemanden foltert, um an Informationen zu kommen. Gerade im Hinblick darauf, dass erstmal die Unschuldsvermutung gilt. Ja, genau. Ja, ja. Das ist natürlich ja, sehr fragwürdig. Folter geht gar nicht. Ja, das hat hier richtig eindeutig Züge von Folter. Also, das ist Folter. Ja, ja, das ist also ganz klar, dass das nicht geht. Also da haben wir schon auf jeden Fall eine Verletzung der Menschenrechte. Auf jeden Fall. Und das ist eigentlich nicht hinzunehmen. Insbesondere bei möglicherweise Unschuldigen. Also das ist wirklich, wir wissen auch, Folter keine sinnvolle Verhörmethode ist, obwohl man offenbar in den USA das ein bisschen, in Anführungszeichen, lockerer sieht. Mhm. Also die sind ja wohl schon der Meinung, dass man das so ein bisschen Folter erlaubt ist. Ich meine, das ist schlimm genug. Also da würde ich natürlich die USA auch sehr kritisieren dafür. Ja. Ja, also Isolationshaft hatten wir. Wir haben diese Dauerkontrollen und so, wir haben alles aufgezählt. Ja, was man auch noch sagen sollte, ist ein Gefängnis, das dem Gefängnisstandard Supermax zuzuordnen ist. Das bedeutet, dass es die höchste Stufe der Sicherheit in den USA ist. Hm. Und für eine U-Haft ist schon ziemlich drastisch, jemanden direkt in die höchste Sicherheitsstufe zu stecken. Ja. Und dort eben dann auch diese Foltermethoden anzuwenden. Ja. Mhm. Ja, Manning hat gegen diese Isolationshaft Beschwerde eingelegt. Erst nach 6 Monaten gab es dann eine Reaktion drauf. Der Antrag wurde abgelehnt. Manning selbst wurde dann aber verlegt. Hier steht es, in ein Militärgefängnis in Fort Leavenworth. Also, davor war das nicht Fort Leavenworth. In Kansas. Dort gab es bessere Haftbedingungen. Das war im April 2011. Eben auch aufgrund seines psychischen und physischen Zustands. Ja. Ja. Ja, also das ist dann natürlich vielleicht schon mal ein minimaler Erfolg. Ja. Der Unterstützer für Manning oder ein Erfolg auch für Manning, wo man natürlich auch nicht weiß. Also, naja, gut. Militärgefängnis ist Militärgefängnis, also es wird da auch nicht. Es werden da keine paradiesischen Zustände sein. Und ja, ich glaube, dass er ja immer noch in Isolationshaft ist. Ne? Also auch in Fort Leavenworth. Oder? Mittlerweile ist er wieder in einem anderen Gefängnis. Ach so. Also daraus ist jetzt relativ wenig bekannt. Zu dieser Behandlung kommen wir aber noch. Ich glaube, das würde man dann vielleicht eher thematisieren. Genau, ja, machen wir das. Genau. Ja. Ja. Aber Sie haben hier was übersprungen, und zwar den Besuch, den er empfangen durfte. Ah ja. In der ersten Station. Und zwar durfte ihn erstmal nur eine Person besuchen. Mhm. Ja. Das war ein Bekannter von ihm, der dann auch immer berichtet hat, wie es ihm geht. Familie oder persönlichere Kontakte wollte er nicht empfangen oder die Leute wollten das nicht. Also war das immer die gleiche Person. Auf Zuruf verschiedener Menschenrechtsorganisationen sollte der UN-Sonderberichterstatter für Folter, Menz heißt er, sollen besuchen kommen, hat dann auch einen Antrag gestellt. Der ist Anfang diesen Jahres abgelehnt worden. Mhm. Warum ist er abgelehnt worden? Wahrscheinlich hat die USA gesagt, ist keine Folter. Wir brauchen Folter. Ja, jetzt ist wahrscheinlich auch die Begründung, dass er jetzt menschlicher untergebracht ist. Naja, gut. Man hat den Antrag vielleicht so ein bisschen verschleifen lassen und jetzt ist eben keine Folter mehr nachzuweisen. Ja. Zeigt natürlich auch die Rolle der USA zu der UN. Mhm. Mhm. Ja, genau. Naja. Dass man sich da nicht reinreden lassen will. Ja, aber es ist irgendwie schon ganz schlimm, dass da irgendwie nicht, dass er keinen Besuch empfangen kann. Naja, gut, aber sein Anwalt muss doch irgendwie mit ihm sprechen. Klar. Ja. Also das wurde ihm nicht entzogen, mit einem Anwalt zu sprechen. Mhm. Ja. Gut. Ja. Also ja, dann also es gab ja immer noch keinen, also irgendwann ging ja die Verhandlung los, aber bevor die Verhandlungen losgingen, gab es ja bereits eine, also Verhandlungen nicht, diese Anhörungen, also diese Vorverhandlungen. Genau. Aber bevor die Vorverhandlungen losgingen, gab es ja schon die ersten Vorverurteilungen. Ne? Da war man ja ganz schnell bei der Hand. Ja. Ja. Also es gab beispielsweise die Äußerung Barack Obamas, die da sehr oft in dem Zusammenhang genannt wird. Das war im Zuge einer Spendengala in den USA, wo sich eine Gruppe Aktivisten reingeschleust hat sozusagen. Die hatten da einen Tisch und konnten dann Fragen stellen. Und als sie dann diese Frage stellten, haben sie angefangen, ein Lied zu singen, in dem sie auf die schlechten Bedingungen der Inhaftierung Mannings gegangen sind. Haben ihr Jackett abgelegt, wo dann ein Free Bradley Manning T-Shirt drunter war. Und nach der Gala hat man ihn dann darauf angesprochen, was das denn soll, ihn da so unmenschlich zu halten und dass das Unrecht wäre. Also hat man den Obama angesprochen. Ja. Genau, genau. Also die Aktivisten haben nach der Veranstaltung Obama angesprochen und er sagt in dem Zuge dann, he broke the law und verteidigt damit. Verurteilt, also wirft ihm erstmal vor, dass das stimmt, dass er das gemacht hat. Ja gut, also ich kann zur Verteidigung Obamas natürlich wieder sagen, wahrscheinlich wusste der mal wieder nicht, worum es ging. Ne? Und hat dann nur gehört, er wird sich für jemanden eingesetzt, der im Gefängnis ist. Und naja, im Gefängnis sitzt ein Verbrecher. Genau. Und dann sagt er, naja, ist halt so, wenn man das Gesetz gebrochen hat, dann kommt man ins Gefängnis. Wahrscheinlich wollte er nicht mehr damit sagen. Also ich würde hier auch wieder nicht Böswilligkeit unterstellen, wo man etwas mit Dummheit erklären kann. Das ist wahrscheinlich, wusste Obama einfach mal gerade nicht, worum es ging. Oder die Tragweite war ihm gar nicht so bewusst von dem, was er jetzt sagt. Und dann sagt man sowas vielleicht einfach mal salopp. Naja. Zu so einer Spendengala bereitet man sich wahrscheinlich auch auf andere Themen vor, als die Inhaftierung eines US-Soldaten. Genau. Ja. Trotzdem ist es nicht richtig. Okay, und trotzdem könnte sich Obama inzwischen, falls er uns zuhört, sich dazu aufraffen, auch ohne dass er uns zuhört, da mal noch ein Tipp zugunsten von Bradley Manning einzugreifen. Würde seine Popularität bei potenziellen Wählern steigern vielleicht, bei anderen vielleicht nicht so sehr, aber die wählen den sowieso nicht. Das ist richtig. Ja. Ja, die Republikaner finden ja Bradley Manning auch sonst nicht so toll, ne? Also einige zumindest. Da gibt's ja auch Äußerungen, ne? Es gab einen Abgeordneten im Kongress, Mike Rogers heißt er, der Manning einen Verräter nannte und in dem Zuge seine Exekution forderte. Ja, ohne Gerichtsverfahren, das ist natürlich auch erstmal eine krasse Behauptung. Ja. Allgemein ist es eine krasse Behauptung, die Exekution eines Menschen zu fordern. Aber solange da noch keine Schuld festgestellt wurde, sollte man sich mit solchen Aussagen allgemein erstmal zurückhalten. Ja, ja, es gibt ja einige, die tatsächlich die Todesstrafe fordern, natürlich nach der Verhandlung. Aber das hört man ja, ne? Ja. Ja, auch in konservativeren Zeitungen oder sowas ist da schon öfter die Rede davon. Also Wörter wie Verräter sind da schon bekannter. Ja. Ja, da ist ja noch ein paar, also es gab ja dann, glaube ich, auch so eine richtige Kontroverse. Mhm. Ja. Also es gab natürlich auch Leute, die sich hinter ihn gestellt haben, beispielsweise ein Sprecher der Außenministerin Hillary Clinton, US-Außenministerin, der den Umgang mit dem Fall kritisierte, also eben auch die Umstände, in denen er dort gehalten wird. Der wurde zurückgetreten, also der Druck auf ihn ist wahrscheinlich groß geworden und man hat dafür gesorgt, dass er selbst zurücktritt. Nach außen sieht es jetzt so aus, als sei er selbst zurückgetreten nach dieser Äußerung. Mhm. Und natürlich keine Beweise für, wie das gelaufen ist. Ja, aber ist er denn wegen dieser Äußerung zurückgetreten? Also kurz danach, ja. Ja, dann ist es schon seltsam. Seltsam. Ja. Ich finde auffällig. Schon, ich meine, wir äußern uns ja auch zu Bradley Manning. Das ist ja auch. Wir sind aber auch kein Sprecher der Außenministerin. Ja, aber der kann sich doch äußern dazu und sagen, hier finde ich nicht gut. Naja. Ja. Da sind wir uns einig, aber. Ja. Ja. So. Es gab einen offenen Brief von mehr als 60 Parlamentariern des EU-Parlaments, in dem sie die amerikanische Regierung auffordern, die Menschenrechtsverletzungen, die dort gegen Manning angewendet werden, die Manning dort erleidet, zu stoppen. Da spricht man auch auf die, einmal eben auf die Haftbedingungen an, andererseits auf die Todesstrafe, die ihm droht. Mhm. Und fordert eben auch ein vertrauliches Treffen des UN-Sonderberichterstatters für Folter, indem er mit ihm darüber sprechen kann, wie denn seine Umstände dort sind. Ja. Ja. Das war vor der Verlegung nach Fort Leavenworth, also bevor die Haftbedingungen besser wurden. Es gab beispielsweise auch einen Beschluss des Menschenrechtsausschusses des Deutschen Bundestags, in dem man diese Vorverurteilung und Inhaftierung kritisiert und sich dafür ausspricht, ihn in bessere Verhältnisse dort, sage ich mal, zu bringen. Kann also zusammenfassend sagen, dass auch Amnesty International hat sich dafür eingesetzt, ihn umzuverlegen. Man kann also sagen, dass aufgrund dieses großen Drucks weltweit, der dort dann doch gestiegen ist, und zwar auch außerhalb von einfach Menschenrechtsorganisationen und so weiter, eben auch parlamentarischen Druck und Kritik, dass er deswegen dort unter anderem auch verlegt wurde. Also der Fall ist wahrscheinlich zu bekannt geworden und dann ist man auf Nummer sicher gegangen. Ja. Danach, und das ist eben auch ein Punkt, den man kritisieren kann, ist die Unterstützung für Manning auch zurückgegangen, öffentlich. Also Amnesty International beispielsweise hat seitdem sich relativ wenig, zumindest international, für Bradley Manning eingesetzt und sich in dem Fall eher zurückgehalten. Ich könnte da jetzt nur spekulieren, wieso, aber in dem Fall... Also ja gut, also wenn keine Folter mehr vorliegt, ist natürlich dann nicht mehr so das Thema von Amnesty International. Das stimmt natürlich. Ja, richtig. Ja. Ja, was kann man jetzt noch? Also es gibt natürlich diese Sache mit der Todesstrafe. Die Todesstrafe wird ja jetzt nicht mehr gefordert von der Anklage. Aber das heißt natürlich nicht, dass das immer wieder auch in die Diskussion kommt, eben von außen innerhalb der Politik. Genau. Also angeklagt, vielleicht mal die Anklage. Ja, nee, vielleicht bleiben wir noch mal ein bisschen, oder ja, nee, du hast schon recht. Bevor wir jetzt groß über den Fall reden mit der Todesstrafe. Ja, ja, genau. Also auf die Kontroversen sollten wir auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Ja. Ja. Die Anklage. Erstmal waren das nur 2 Punkte. Einem Militärgerichts, also Militärgesetzen. Ja. Aber eben die Befehls- und Regelverweigerung. Ja. Verstoß gegen die Generalklausel. Einheitliches Gesetz der Militärgerichtsbarkeit. Ja. Ja, wegen Geheimnisverrats, unerlaubten Übertragens geheimer Informationen. Man wirft ihm also konkret vor, dass er die Daten auf seinen Rechner kopiert haben soll und an Dritte, Unbeteiligte weitergegeben haben soll. Also erstmal so das Naheliegendste eigentlich. Ja. Allein dafür droht ihm schon eine Haft von 52 Jahren. Ja. Und das erste, nee, richtig, das sind diese beiden Sachen, genau, die anderen Punkte kommen erst später dazu. Ja. Ja. Ja, zu dieser Vorprozess ist die Anklage dann erweitert worden. Es gibt da einige Punkte. Insgesamt sind das mit den 2 oberen 24. Am schwerwiegendsten und am kontroversesten ist der Anklagepunkt Kollaboration mit dem Feind. Darauf steht eben die Todesstrafe. Besonders skurril ist halt die Sache, ihm wird vorgeworfen, dass er wissentlich die Daten veröffentlicht hat, mit dem Wissen, dass Feinde der USA, in Anführungsstrichen, darauf Zugriff bekommen können. In der Verhörung kam dann seitens der Staatsanwaltschaft, wurde dann Al-Qaida dort ins Spiel gebracht. Das heißt, man wirft ihm unterm Strich vor, dass er die Daten auch Al-Qaida zugespielt haben soll. Naja, im Nachhinein sind das ja Daten, die nicht mehr so kriegsrelevant sind. Also das ist halt doch dann schon ein bisschen schwierig. Ist natürlich fragwürdig, aber der Anklagepunkt steht. Ja, ja. Ja. Ja, und zudem waren da eben auch Namen von Soldaten und Diplomaten involviert, die dort natürlich auch dann ein bisschen in Gefahr gekommen sind dadurch. Ja, und da muss man nochmal darauf hinweisen, also selbst wenn die Anklage die Todesstrafe nicht fordert, heißt nicht, dass er nicht von der Todesstrafe bedroht ist. Jetzt habe ich aber viele Verneinungen gebracht. Also er ist immer noch von der Todesstrafe bedroht, auch wenn die Anklage das nicht fordert, weil die Anklage ja nicht das Strafmaß festsetzt. Genau. Das macht ja hinter das Gericht. Und zum Militärrichter ist vielleicht schnell bei der Todesstrafe angekommen. Ja. Ja, das ist ja vielleicht dann auch... Also in der Anklage steht erstmal dieser Punkt, auf den die Todesstrafe steht. Ja. Und selbst wenn die Anklage selbst nur mehrfach lebenslänglich fordert, bedeutet das nicht, dass da gibt es auch eine mehrfache Todesstrafe. Also das ist nicht so. Ja, aber das blüht ihm hier erstmal nicht. Ja, aber mehrfach lebenslänglich ist natürlich schon ein Problem. auch nicht lebenslänglich, wenn man das aufeinander addiert. In den USA kann man ja Strafen akkumulieren. Wenn man auf die 52 Jahre Haft nochmal 30 Jahre kleinere Haftstrafen drauf addiert, dann ist er schnell bei also auf mehr Jahre, als er noch Lebenserwartung hat. Dann ist das faktisch lebenslänglich, und es gibt ja da auch dann immer die Variante, dass man das ohne die Möglichkeit der Strafverkürzung verhängen kann, und dann ist es ausgemacht, ne, dass er im Gefängnis bleibt. Ja. Zur Erklärung, die eine lebenslange Strafe in den USA sind 25 Jahre. Mhm. Manning ist zurzeit 24, das heißt, er könnte mit knapp 50 wieder frei sein. Und dahinter ist halt einfach die Idee, dass man die Strafen eben auch summieren kann. Ja, ich finde das trotzdem nicht okay. Also auch 25 Jahre kann man den nicht ins Gefängnis stecken. Also, ich glaube, das sollten wir uns für den Schluss aufsparen, ob wir das für richtig halten, dass er da überhaupt für eine Strafe droht. Genau. Ja, es gibt ja noch weitere Punkte. Was haben wir dann noch? Data Mining, also dass er halt Daten ausgewertet hat und in den Daten nach Informationen gesucht hat. Da weiß ich gar nicht, inwiefern das gesetzlich verboten ist. Also Data Mining weiß ich nicht. Also irgendwie ist das aber auch ein Anklagepunkt. Da müsste man nochmal genau nachschauen. Ja, Datenmanipulation ist sicherlich strafbar, aber Daten durchsuchen, im Rahmen seiner Tätigkeit, könnte ja im Rahmen seiner Tätigkeit geschehen sein. Hat ja die Befugnis dazu. Nur veröffentlicht, das ist halt der Punkt. Ja. Vielleicht noch zusätzlich zu dem Punkt, dass Namen von Diplomaten und Soldaten da involviert waren und er sie damit in Gefahr gebracht hat, hätte ich die Frage, ob man das ihm vorwerfen kann. Er hat die Daten erstmal nur die Rohdaten, auch von dem Video, nur die Rohdaten weitergegeben an Wikileaks, und die haben sich dann darum gekümmert, wie die Daten aufzubereiten sind vor der Veröffentlichung. Naja gut, aber er nimmt es in Kauf. Also selbst wenn er mit Wikileaks vereinbart hat bitte schwer die Daten, und Wikileaks macht das nicht oder macht das nicht richtig, hat er eine Mitverantwortung. Genau, da geht die Gefahr ein. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Namen rauswärzen die Identität komplett verschleiert. Also das kann man wahrscheinlich im Kontext auch wieder die Leute rausfinden, die dahinter sitzen. Ja, ich glaube ja, das haben wir im Vorgespräch auch schon behandelt, dass man Wikileaks da gar nicht rankommt und auch an Assange nicht rankommt. Also ich meine, ich würde Assange nicht empfehlen, sich in die USA zu begeben, also sich ausliefern zu lassen, aber ich glaube, dass Assange jemand ist, der deutlich leichter freigesprochen wird in den USA als Bradley Manning, denn Assange hat keine Geheimnisse verraten, ne? Der ist sozusagen nur so eine Art Journalist. Und gerade wenn man Redefreiheit und Meinungsfreiheit so interpretiert, wie das in den USA in der Regel gemacht wird, dann kann man ihm nicht beikommen. Also kann man Assange nicht beikommen. Ne? Also von daher denke ich, ist die Gefahr für Assange im Vergleich zum Bradley Manning geringer. Ne? Also das mal an der Stelle. Ja. Und ich meine, wie gesagt, also das, um da nochmal jetzt den Bogen zu kriegen, wenn ich, dann sagen wir mal so, wenn Assange dann vergisst, irgendeinen Namen unkenntlich zu machen, dann ist vielleicht die Arbeit eines schlampigen Journalisten, aber dann ist das was anderes als derjenige, der die Namen überhaupt erstmal in Umlauf bringt. Ja, richtig. Und von einem Journalisten zu verlangen, irgendwas zu vertuschen, ist auch fragwürdig. Problematischer. Richtig. Ja, gut, also zurück zu Manning. Ja, wollen wir nochmal zurück zu den Kontroversen, jetzt nachdem wir die Todesstrafe... Naja, haben wir noch irgendwelche Sachen, die mit den Anklagepunkten zusammenhängen? Nee, haben wir nicht. Nee. Also dann... Stimmt. Ja, dann lass uns weiter. Dann lass uns, ja. Also Kontroverse möchtest du noch ein bisschen. Ja, sag. Also doch, Kontroversen. Ja, meine ich doch. Also ach so. Ja, einmal gab es noch eine Äußerung eines US-Regierungssprechers in Bezug auf Wikileaks, in dem er sagt, dass Manning sich am richtigen Platz befinde. Hat sich zwar dafür entschuldigt, Ja. Genau. Hat sich zwar dafür entschuldigt, aber trotzdem ist das natürlich auch eine Vorverurteilung. Mhm. Also es wird nicht gesagt, wenn Manning das getan hat, befindet er sich am richtigen Platz. Natürlich auch fragwürdig, aber... Er ist ja untersuchungshaft. Oh, genau. Ist, erstmal ist er unschuldig. Ja. Ja. Dass das Gegenteil bewiesen ist. Ja. Ja. Kann man darüber sprechen, dass der ganze Fall Bradley Manning als Präzedenzfall zu werten ist und richtungsweisend ist und eine ungemeine Abdeckung hat. Ja, das soll er haben, aber die hat, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber das ist sicherlich auch etwas, was man berücksichtigen sollte. Diese ganze Geschichte mit dem Datenverkehr, also früher war es ja deutlich schwieriger, an Geheimnisse ranzukommen. Jetzt, wie gesagt, PGP wird nicht benutzt, so. Jetzt kommt man halt leicht an solche Daten ran und viele kommen dann ran. Es sind ja immer noch wahrscheinlich 2,5 Millionen Nutzer, die SIPRNet benutzen. Mhm. Und da will man natürlich abschrecken, damit niemand auf die Idee kommt, irgendwas da nur auszuplaudern. Richtig. Also von daher kommt es jetzt in der Umstellung auf moderne Kommunikationsmittel den USA gerade recht, da ein Exempel zu statuieren, weil sie dann vielleicht eine höhere Sicherheit haben, obwohl natürlich das immer nur eine fragwürdige Sicherheit ist, wenn man so viele Leute hat, die Zugriff haben. Dann, deckt natürlich erstmal ziemlich ab. Wenn ich jetzt an so Daten komme, überlege ich mir zweimal, ob ich die dann weitergebe oder sogar selbst veröffentliche. Ja. Wenn ich sehe, dass jemand, der das gemacht haben soll, vor einer Gerichtsverhandlung eben dort schon solche Strafen dafür kriegt. Ja. Und Dawson für Manning da ja eigentlich eher gering sind, dass er dann noch ohne Beurteilung rauskommt. Auf der anderen Seite, wenn Manning freigesprochen würde das vielleicht noch mehr Leute bewegen, auch an die Öffentlichkeit zu kommen. Also da ist die USA schon in einem gewissen, vielleicht auch in einem Dilemma, selbst wenn Leute wollten, dass er nicht so stark verurteilt wird oder freigesprochen wird. Auf der anderen Seite sollte man natürlich auch sagen, naja, ist da nicht irgendwie überhaupt ein Fehler im System? Mhm. Ja, denn so eine Art von Abschreckung funktioniert, glaube ich, nie. Wenn da jemand was mitbekommt, wo er wirklich Gewissensbisse hat, also ich glaube, dann wird es auch Leute geben, die dann an die Öffentlichkeit treten. Also im Grunde sollte der Fall Manning und WikiLeaks auch umgekehrt eine Abschreckung sein, nicht so viel zu vertuschen oder vielleicht doch einen gläsernen Staat zu haben oder einen Staat, der transparenter ist als bisher. Denn, also es hilft nichts. Also diese Geschichte, dass man da irgendwie meint, geheime Informationen in Computernetzen wirklich geheim halten zu können, gerade wenn es irgendwelche Sauereien sind. Also die Sauereien kommen dann doch ans Licht, denke ich. Kann natürlich, abgesehen auch von der Transparenz, einfach zur Folge haben, dass man sich das zweimal überlegt, ob man so, ich sag mal, unmoralisch handeln will. Ja. Das könnte natürlich auch die Wirkung haben, dass sich Staat dann überlegt, wie er es dort verhandelt und ob man mit, das ist jetzt auch wertend, aber Unrechtsstaaten eben noch Waffengeschäfte macht oder sowas. Ja. Eine Kritik daran ist ja schon da und die ist ja auch groß und auch gerechtfertigt. Ja, also es ist, ich denke schon, dass das sowas immer irgendwie rauskommt. Also das wird, glaube ich, auch deutlich hier. Also von daher. Ja. Gut. Nochmal zum Strafmaß. Da kommt jetzt dieser Punkt der doppelten Staatsbürgerschaft zu tragen. Da das Manning auch die britische Staatsbürgerschaft hat, ist die Todesstrafe sehr umstritten, ob man die ihm überhaupt geben kann. Wie gesagt, also Großbritannien setzt sich für die Abschaffung der Todesstrafe ein und hat auch einen offenen Brief an die USA geschrieben, das Unterhaus von Großbritannien, indem sie fordern, dass keine Todesstrafe angewendet wird, eben indem sie sich darauf berufen, dass sie selbst Todesstrafe als Strafe ablehnen. Ja. Da kann man natürlich auch sagen, dass es dadurch ein bisschen unwahrscheinlicher wird, dass die Strafe dann wirklich, das ist wirklich die Todesstrafe. Es gibt ja, glaube ich, schon im Zusammenhang mit Bradley Manning verhängte Strafen. Ne? Da gab es ja schon Disziplinarstrafen zumindest. Gegen Soldaten. Ja, gegen 15 Soldaten gab es Disziplinarstrafen und einen Offizier, soweit bekannt, zurzeit ist nur von einem eben bekannt, dass so war, wurden degradiert. Der Grund dafür war, dass sie ermöglicht haben, ihr Verhalten hat es ermöglicht, dass Manning in diese Position gekommen ist, in der er Zugriff auf diese Daten hatte. Das heißt, ihnen wird vorgeworfen, dass sie lax die Zugriffsberechtigung vergeben haben, die dann dazu führen, dass Geheimnisse öffentlich werden. Ja, ja. Ja. Mhm. Ja, ansonsten hat Julian Assange Akteneinsicht beantragt, da er sich selbst als Betroffener in dem Fall sieht. Mhm. Das ist abgelehnt worden. Ist abgelehnt worden, ja. Mhm. Aber erst Anfang diesen Jahres, obwohl das schon Mitte letzten Jahres war, vor diesen Artikel 32 Hearings. Ja, ja, gut, also die Bürokratie arbeitet langsam. Ja, die Justiz macht das schneller. Parallel dazu. Ja. Ja, wurde abgelehnt. Endgültig. Genau. Ja, na, dann kommen wir mal zum Prozess, der ja demnächst bevorsteht. Also, erstmal gab es einen Vorprozess. Ja. Da war dieses Artikel 32 Hearing, das entscheiden sollte, ob Manning vor ein Kriegsgericht gestellt wird oder ein ziviles Gericht. Das Ganze wurde auf einem Militärstützpunkt in einem Militärgericht entschieden. Ja, ja. Von einem Richter, der im Verteidigungsministerium arbeitet. Kann man wieder sagen. Muss ja jemand sein, der sich auch auskennt in der Materie. Ja, aber also dazu, die Verteidigung hat das eben, hat ihn da auch als befangen gesehen in dem Fall, hat auch Antrag gestellt, dass er abgesetzt wird. Ist gescheitert, ist abgelehnt worden. Aber der Beigeschmack bleibt natürlich. Ja. Rausgekommen ist da, dass er an ein Kriegsgericht verwiesen wird. Und da mit welcher Begründung? Weiß man das? Weiß man nicht. Also kann man sich nur denken. Ja. Weil das Militär betroffen ist und so. Ja, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Manning selbst hat sich vor Gericht noch nicht geäußert. Ja. Weder schriftlich noch persönlich. Er war zwar anwesend, hat aber wohl nie was gesagt. Ja, ich glaube, das ist auch nötig, dass man da den Angeklagten mal anwesend hat. Ich weiß ja, nicht, ob das so gut ist, wenn man immer in Abwesenheit des Angeklagten verhandelt. Der Punkt ist, ob er sich, also ob das vielleicht taktisch gar nicht so schlecht ist, dass er nichts sagt. Naja, ja. Je nachdem, ob er wirklich schuldig ist oder nicht. Da können wir natürlich auch wieder nur spekulieren. Ja. Naja. Auch, auch ein Punkt ist, dass er eigentlich nur ungefähr 100 Tage in U-Haft sein darf, bis er einen Prozess bekommen muss. 120 Tage, glaube ich. 120? Das ist, glaube ich, die Grenze. Ja. Also mittlerweile sind es über 700 Tage. Deutlich 700. Wenn der Prozess losgeht im September, Oktober, werden es über 800 Tage sein. Und vor dem Vorprozess waren es auch circa 600 Tage. Ja, ja, das ist schon Wahnsinn. Ich meine, da muss ich dir vorstellen, das sind ja über 2 Jahre. Ja. Das ist eigentlich, geht gar nicht irgendwie. Ja, das ist auch unwürdig für den Rechtsstaat. Ne? Richtig. Ja, also. Das macht die Sache natürlich auch angreifbar im Nachhinein. Also es wird da sicher Schadensersatzklage am Schluss geben. Je nachdem, wie hart das Urteil ausfällt, ist natürlich fragwürdig, ob die Schadensersatzforderung, die dann wahrscheinlich auch durchgehen wird, da irgendwie noch was besser machen kann, gut machen kann. Ja, ja. Also es gab wohl einen Grund, also es gibt diesen Paragraph 832 in diesem Uniform Code of Military Justice, wonach das mit dem Kriegsgericht nötig ist. Ja, weil halt, da geht es halt um Dinge, die im Krieg passieren und dann ist eben ein Militärgericht zuständig. Die Frage ist natürlich, wo eigentlich der Unterschied ist zwischen der Militärgerichtsbarkeit und der zivilen Gerichtsbarkeit. Also das Strafgericht wäre das dann. Weißt du da was dazu? Erstmal kommt ja dann, abläuft, oder? Also wie das abläuft, er kann sich wohl noch entscheiden, ob er einen geschworenen Gericht haben möchte oder nicht. Da gibt es bisher noch keine Äußerung, ob er das möchte. Erstmal ist das dann natürlich ein Richter, der dem Militär angehört und kein Justizrichter sozusagen. Ja. Das macht natürlich schon mal viel aus. Außerdem kommt eben diese Military Justice zu tragen. Und kein ziviles Gericht. Man kann natürlich davon ausgehen, dass das Strafmaß härter ausfallen wird. Ja. Das wird sich auch noch zeigen, wenn natürlich dann das der Prozess losgeht. Was weiterläuft. Mhm. Ja. Tja. Ja. Ja. Ende April, also gar nicht so lange her, hat dann das Motion Hearing zur Vorbereitung des Prozesses begonnen. Mannings Verteidiger, David Coombs, ist von vornherein schon sein Pflichtverteidiger, beantragte, alle Anklagepunkte gegen Manning fallen zu lassen, da das Gericht befangen sei, spielt er auch auf den Richter an und beruft sich auch darauf, dass er keinen Zugriff zu allen notwendigen Dokumenten des Prozesses hatte. Der Antrag wurde abgelehnt, eigentlich fast zu erwarten gewesen. Ich dachte, die US-Regierung will dem Verteidiger die Dokumente zukommen. Ja, die US-Regierung hat eingestanden, dass er nicht alle Dokumente zugestellt bekommen hat und möchte die jetzt nachreichen, aber der Antrag, dass alle Anklagepunkte fallen gelassen werden aufgrund der Befangenheit, der wurde abgelehnt. Mhm. Das heißt, der Prozess im September, Oktober wird stattfinden. Mhm. Weißt du, wie lange der ungefähr dauern wird? Ich war angesetzt, sind so 3 Wochen. Ah ja, no, aber es gibt noch keinen festen Termin, es gibt erstmal nur diesen Zeitraum, wann das ist. Weißt du ein bisschen mehr über den Verteidiger, diesen David Coombs? Du sagst Pflichtverteidiger? Ich weiß ehrlich gesagt nur, dass er Pflichtverteidiger ist. Ja gut, aber viel mehr ist nicht bekannt. Ist der gut, ist der schlecht? Ich meine, wir wissen doch, dass das US-amerikanische Rechtssystem eines der besten der Welt ist, wenn man den richtigen Anwalt hat. Ja, also müsste man nachgucken. Also wir haben hier einen Assistenten dabei, jetzt soll man die Wikipedia benutzen, David Coombs. Naja, mal schauen. Also es wäre natürlich schon gut, wenn Bradley Manning einen guten Anwalt hätte. Denn darauf kommt es wirklich in den USA an. Und ja. Also hier steht schon, dass er Erfahrung wohl in High-Profile-Cases hat. Mhm. Ist Professor. Ja, das klingt ja schon mal gut. Und wie ist er da rangekommen? Also ich meine, das ist ja immer so eine Sache. Die Pflichtverteidiger werden ja. Wieso finde ich den jetzt nicht bei... Was habe ich da falsch geschrieben? Ihr habt David Coombs. C-O-O-M-B-S. Ah, MBS. Also im Wikipedia-Artikel steht nichts, der dazu gekommen ist. Ja. Der Artikel ist auch nicht sonderlich lang. Mhm. Da könnten wir jetzt nur spekulieren. Aha. Aha, ist auch ein Militärgerichtsdings. Mhm. Ah, ja. Na gut, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt, ja. Ja. Da können wir ja noch ein paar Informationen zu ihm nachreichen. Genau. Wenn wir da noch was finden. Genau. So, dann können wir zu den öffentlichen Reaktionen schon kommen, ne? Ja. Ja. Zu den Organisationen, die es so gibt. Es gab nicht schnell, kurz nach der Festnahme Mannings, ein Bradley Manning Support Network. Das ist so die größte Organisation, eine amerikanische Organisation, die sich für die Freilassung von Bradley Manning einsetzt. Die sind recht groß und aktiv, kann man sagen. Es gibt ein paar bekannte Unterstützer. Einmal ist das Michael Moore, der Dokumentarfilmer, der recht bekannt ist. Und Daniel Ellsberg. Daniel Ellsberg ist selbst Whistleblower gewesen, hat damals diese Pentagon Papers veröffentlicht. Mhm. Willst du dazu was sagen? Pentagon Papers, oh weh. Nee, da hätte ich mich jetzt besser vorbereiten sollen. Ja, da ging es halt auch um... Unterlagen des Verteidigungsministeriums, das sind eben Pentagon Papers, und da ist er eben auch angeklagt worden, dann später aber freigesprochen worden, ja, weil er halt verfassungsmäßige Rechte ausgeübt hat. Also inhaltlich ging es da um den Vietnamkrieg und die Strategie der US-Regierung, dort Fehlinformationen über den Krieg und den Verlauf des Krieges zu streuen. Ja. Ja. In den 70ern war das. Ja. Ja, gut. Also da sieht man, dass er recht bekannte Unterstützer auch hat. Es gibt in Deutschland nationale Initiativen. Eine in Berlin, die ist die größte. Und es gibt eine kleine in Frankfurt, der ich auch angehöre. Mhm. Es gab Demonstrationen beispielsweise in Berlin und in Frankfurt, bisher eine in Frankfurt. Demonstrationen in Amerika sind häufiger. an jedem Anhörungstag finden dort Demonstrationen statt, teilweise sogar größer. Also am 16. Dezember, der zweite Tag der Anhörung, da gab es eine sehr große, das war Bradley Mannings Geburtstag. Mhm. Und da gab es eine sehr große Demonstration dort. Ansonsten finden dort öfter kleinere Aktionen, wie, ich sag mal, Mahnwachen statt, mhm, die auf den Fall aufmerksam machen. Ja. Wie schon angesprochen, hat Amnesty International die Lockerung der Haftbedingungen gefordert in einem offenen Brief an das Verteidigungsministerium. 2 Monate später einen offenen Brief mit dem gleichen Inhalt an Barack Obama geschickt, nachdem die Lockerungen der Haftbedingungen dann auch eingetreten sind durch die Verlegung, gab es keine örtlichen Statements von Amnesty International dazu mehr. Kann man ihnen vorwerfen, dass gerade in Bezug auf die Todesstrafe ja doch ein zentrales Thema von ihnen dort Teil dessen ist. Ja. Also sehr schade, dass dort wenig Aktivität mehr kommt. Also wir hoffen, dass Amnesty-Aktivisten uns anhören und auch nochmal was machen. Auch ein Tipp an Amnesty. Ja, es ist, glaube ich, jetzt wirklich gerade wichtig, eben durch den bevorstehenden Prozess. Und der geht ja dann auch sehr schnell. Also da muss schon noch ein bisschen Stimmung gemacht werden. Also gerade Mitte diesen Jahres sind schon die größeren Aktionen, vielleicht ein großer Aktionstag stattfinden. Ja. Ansonsten gab es einen Brief, offenen Brief hochrangiger amerikanischer Juristen, der von 250 eben sehr bekannten, renommierten Juristen unterschrieben wurde, in dem auch eben die Behandlung Mannings angeklagt wird und das Strafmaß, das an ihm dort angewendet werden soll. Ja. Es gibt eine Spendensammelaktion, koordiniert durch dieses SIPRNet, wo Spenden für die Verteidigung gesammelt werden sollen. Das waren im Januar 2011 der letzte Stand, da wurde die 100.000-Euro-Grenze durchbrochen. Ja, das müsste mir im Januar 2012 dann schon noch etwas mehr sein, denke ich mal. Ja. Na, wir wissen es nicht. Also es gibt keine aktuelleren Zahlen. 15.000 Euro wurden durch Wikileaks gesammelt. Sie haben dort auch einen Spendenaufruf gestartet. Ja, und wie die Kosten reichen, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, Wikileaks hat noch ein bisschen mehr Geld, ne? Also die haben auch noch mehr Geld gesammelt. Jetzt sollten sie vielleicht noch ein bisschen was abgeben. Tja. Wenn man von Wikileaks zuhört, gibt Bradley Manning ein bisschen von eurem Geld ab. Na, da bin ich eher pessimistisch, dass das passieren wird. Wir brauchen das für Assange. Das stimmt. Naja, stimmt. Weiß ich nicht. Also ich finde hier... Meinst du, er hat genug Geld? Na, wahrscheinlich inzwischen schon. Naja, wie auch immer. Es gab den Deutschen Whistleblower-Preis. Der wurde verliehen an die anonyme Person, unbekannte Person, die das Collateral Murder Video veröffentlicht hat. Mhm. In der Rede und so im Kontext dessen ist schon der Name Bradley Manning häufig aufgetaucht. Mhm. Das war natürlich schon so ein Spitzel. Und ist klar, wer gemeint ist. Aber erstmal wird der Preis niemandem verliehen, bis diese Person bekannt ist. Und der bekommt dann den Preis. Aha. Ja. Gut. Ob Preis da was gut macht, weiß man nicht. Ja. Genau. Ja, dann interessant ist auch die Nominierung für den Friedensnobelpreis. Mhm. Wurde jetzt schon mehrfach vorgeschlagen. Dann natürlich ein großes Zeichen. Ja. Hat auch sicher Auswirkungen auf die Verhandlung selbst. Ja. Das Strafmaß. Dann gibt es noch diesen Greenwald hier. Das ist also nicht der so ähnlich heißende, der mal den Wolf unterstützt hat, der da involviert ist in die Wolf-Affäre. Es gibt auch noch einen Amerikaner, ne? Greenwald. Genau, das ist ein Journalist, Glenn Greenwald heißt er. Genau. Er hat 2010 so den ersten sehr großen Bericht über Bradley Manning geschrieben, als der einen Preis für investigativen Journalismus bekommen hat. Ein Online-Journalist ist das. Er arbeitet auch für die New York Times mittlerweile, also dadurch sehr große Bekanntheit bekommen. Und hat diese Position auch dafür genutzt, sich mehrfach für die Freilassung Bradley Mannings einzusetzen. Mhm. Ja. Es gab eine Avars-Petition, die hatte 500.000 Unterstützer ungefähr. Eine Avars-Petition hat sich formell erstmal an die Haftbedingungen war das Ganze gerichtet. Also auch schon länger nichts mehr passiert zur Freilassung selbst. Mhm. Ja. Können wir zum nächsten Punkt eigentlich springen? Das ist ein guter Übergang. Weil wir jetzt ja zu Deutschland kommen. Was könnten wir tun? Ja, was könnten wir tun? Ja, also ich würde ja aufrufen, dass vielleicht Volker Beck mal versucht, Bradley Manning zu besuchen. Ja, der ist menschenrechtspolitischer Sprecher der Grünen und Volker war Beck auch schon mal in meinem Podcast. For Back to the Rescue. Ich vermute aber, dass du das jetzt nicht hört, aber vielleicht kannst du mir irgendjemand weiter sagen. Wir twittern ihn mal an. Twittern ihn mal an, genau. Nee, also ich denke, Volker Beck wäre da der Richtige. Wie gesagt, als menschenrechtspolitischer Sprecher der Grünen, der sich auch sonst um solche Fälle gekümmert hat, könnte hier mal was tun. Auch wenn das jetzt ironisch rüberkommt, bisher ist ja seitens der Grünen auch recht wenig passiert. Es gab einen Antrag von der SPD und den Grünen im Bundestag in Bezug auf Whistleblower-Schutz. Ja. Konkret zu Bradley Manning gab es bis auf den Beschluss des Menschenrechtsausschusses nichts. Mhm. Da ging es ja auch, wie gesagt, nur um die Haftbedingungen. Ja. Da kann man schon kritisieren, dass bisher aus der politischen Ecke dort recht wenig passiert ist. Ja, genau. Also ich denke, da sollte wirklich was passieren. Ja. Und ich denke, die Grünen werden da auch eine wichtige Kraft. Die Piraten natürlich auch, aber die unterstützen Bradley Manning sowieso. Ja. Also müssen die Grünen jetzt hier noch tätig werden. Also halte ich schon für ganz wichtig. Ja, das ist wichtig, dass man da zusammenarbeitet. Auch bei solchen Themen. Ja. Auf die man direkt keinen Einfluss hat. Ja. Was kann man sonst tun? Also erstmal sind Aktionen, öffentliche Aktionen gut. Ob das jetzt eine Infoveranstaltung ist oder ein Infostand, auf dem man Flyer verteilt, Demonstrationen oder einfach, dass man im Freundeskreis darüber spricht. Mhm. Der Fall ist bisher leider viel zu unbekannt. Ja. Der Fall Assange bestimmt da viel deutlicher die Medien. Genau. Obwohl der Manning-Fall der politische Fall ist. Ja, und Manning ist halt ein Whistleblower. Es geht ja immer um Whistleblower. Ich meine, Assange ist alles Mögliche, aber kein Whistleblower. Das ist ja der Punkt. Mhm. Sicher kann man auch kritisieren, dass bei Assange es wahrscheinlich um mehr geht als nur den Punkt, der in der Anklage steht. Hm. Da kann man drüber streiten, aber das ist auch eine andere Kiste jetzt. Trotzdem sollte der Fall Manning definitiv mehr Öffentlichkeit bekommen. Ja. Und das kann man selbst ja ein bisschen steuern, indem man auch vielleicht mal darüber bloggt oder ja. Also würde ich wirklich gut finden, wenn da mehr passiert. Also wenn da auch mehr öffentliche Anteilnahme ist. Mhm. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Daraus entsteht ja dann auch eine Form von Druck. Ja, auf Amerika. Und wir müssen eben auch gucken, dass es mit dem Whistleblowing noch stärker unterstützt wird. Also es gab schon diesen einen Antrag, aber ich finde, das soll ganz wichtig sein. Das sollte ganz wichtig sein, steht ja auch im Programm der Piraten. Also Whistleblowing ist halt eine ganz wichtige Sache, also dieses Hinweis geben, das muss gesetzlich geschützt werden. Ja. Und zwar in allen Bereichen. Aber natürlich insbesondere, wenn es um sowas geht wie Kriegsverbrechen. Also Kriegsverbrechen, den kann man halt irgendwie nur so richtig nachhaltig begegnen, wenn es Whistleblowing gibt. Denn oft wird eben das vertuscht und so, auch bei Collateral Murder ist ja so gewesen, dass sie das versucht haben zu vertuschen, was ja auch nochmal zeigt, dass da offensichtlich tatsächlich ein gewisses schlechtes Gewissen da ist. Sie haben ja das Haus dann weggebombt, damit man das alles nicht mehr so vorfindet. Ja, das war bei der Geschichte mit den Rebellen, wo man Rebellen gesucht hat. Ach so, das, ja genau, Entschuldigung, dann habe ich das jetzt durcheinander gemacht. Da wurde, das haben wir vielleicht nicht ganz gut erwähnt, also da wurde wirklich, um Beweise zu vernichten, zu vertuschen, wurde das Haus, in dem da dieser Mord begangen wurde an größeren Familien, wurde das Haus weggebombt, ganz salopp gesagt. Ja, ja. Also da denkt man eben, also es ist halt, Kriegsverbrechen sind ein großes Problem und gerade dafür braucht man Whistleblower. Also von daher muss das Whistleblowing wirklich geschützt sein. Und ich meine, das fängt ja schon in der Wirtschaft an. Ja, natürlich. Auch so ganz banale Beispiele wie, banal in Anführungsstrichen, wenn man in einem Unternehmen arbeitet und dort werden einzelne Mitarbeiter schlecht behandelt, strukturell schlecht behandelt und systematisch, dann sollte man darüber schon sprechen und dann sollten die Leute, die das öffentlich machen, auch nicht die Strafe bekommen, sondern die, die dort eigentlich das Verbrechen begangen haben. Genau. Also daher kommt ja auch dieser Spruch, das Offenlegen von Verbrechen oder Kriegsverbrechen ist kein Verbrechen. Ja. Ganz genau. Das heißt, lieber die Leute, die dort wirklich das Verbrechen oder sogar das Kriegsverbrechen begangen haben, bestrafen dafür, zur Rechenschaft ziehen, als den Boten der Nachricht des Verbrechens. Genau, genau. Aber ich denke, das ist schon ganz wichtig. Und es ist natürlich schon nochmal, also wenn im Betrieb irgendwo was schief geht, klar ist das auch, muss das auch offengelegt werden. Aber wenn es um so ganz schlimme Dinge geht, wie Kriegsverbrechen und Mord und so, dann finde ich, ist natürlich das umso wichtiger. Und da muss man eben tatsächlich einen Schutz geben für die Leute, die dann sagen, hier, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, ich muss jetzt was tun. Ja. Da sollte der Staat natürlich auch, also gerade dieser Whistleblower-Schutz ist ein sehr wichtiger Punkt. Mhm. Mhm. Kann man natürlich sich auch drüber unterhalten, ob von Seiten des Staates da eine Möglichkeit geschaffen werden soll, als Whistleblower aktiv zu werden. Ja, ja. Naja, es muss so eine Art Grundrecht sein, ein Grundrecht auf Whistleblowing. Das sollte sein. Ja. Der Schutz eben dann vor den Auswirkungen auch innerhalb des Unternehmens. Beispielsweise, wenn man jetzt von privatwirtschaftlichen Veröffentlichungen spricht. Ja. Dass man da nicht alleine gelassen wird. Gut, Grundrechte sind ja Rechte gegenüber dem Staat. Und beim Staat finde ich es halt ganz besonders wichtig. Also bei Unternehmen sicherlich auch. Aber es sind da nochmal unterschiedliche, also es sind ja nochmal ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Und beim Staat ist es halt ganz wichtig, weil da wirklich halt, weil man nur so die ganz schlimmen Dinge herausfindet. Ne? Weil das ja oft Insider-Tätigkeit ist, wo Innentäter sind, denen man nicht so gut zu Leibe rücken kann. Ja. Ja, also wie gesagt, Whistleblowing, das ist auf jeden Fall auch als Forderung aus der ganzen Sache. Also man soll sich natürlich einsetzen für Bradley Manning, aber man soll sich eben auch einsetzen für Whistleblowing. Also ja, Bradley Manning, das ist halt ein symbolträchtiger Fall. Ja, genau. Whistleblowing und den Umgang mit Whistleblowern. Ja. Gerade der Punkt, dass das eben ein Präzedenzfall ist und auch einfach ein Exempel statuiert wird. Mhm. Das ist da, glaube ich, sehr wichtig. Ja. Wir hatten den Punkt schon, dass zukünftige Whistleblower davon abgeschränkt werden sollen, das zu tun. Ja. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ja, genau. Genau. Ja. Gut, also dann haben wir da sozusagen eine gewisse Zusammenfassung schon am Ende. Also bitte setzt euch ein für Bradley Manning. Wir können auch mal noch die Kontaktdaten der einzelnen Gruppen unten verlinken. Ja, das also machen wir auf jeden Fall. Die Bradley Manning Support, das Bradley Manning Support Network. Wenn man sich informieren will, ist gully.com eine sehr gute Plattform. Die berichten sehr viel über die Vorhörungen. Ich denke, beim Prozess wird das so weitergehen. Mhm. Es gibt Blogger, die es in die Vorhörung geschafft haben. Das war auch nicht sonderlich leicht. Also erstmal hat man denen keine Presseakkreditierung gegeben. Ja, klar. Und verschiedene Blogger sind dann über eher linke oder liberalere Zeitungen in Amerika dann doch irgendwie in die Vorhörung gekommen. Meistens sogar aus den Anhörungssälen. Mhm. Ja. Also vielleicht auch einfach, wir können die verlinken, aber im Zweifelsfall aber auch sagen, das sind ja einfache Adressen. freebradley.org ist halt so die Hauptadresse des Netzwerks und die deutsche Initiative heißt freebrad.de. Ja. Also freebrad.de. Also da findet man natürlich sofort Informationen. Ja. Die Frankfurter Gruppe findet man unter bradleymanning.de. Ja. Also einfach Bradley Manning zusammengeschrieben. Genau. Also es gibt da schon genug Ansatzpunkte. Und also hier nochmal der Aufruf, werdet aktiv für Bradley Manning und aber auch werdet aktiv für Whistleblower-Schutz. Also das ist ein wichtiger Punkt. Wie gesagt, die Piratenpartei hat das im Parteiprogramm, also ein ganzes Programm sogar, Whistleblower-Schutz. Mhm. Aber es gibt ja nicht nur die Piratenpartei, es gibt ja andere Parteien auch. Und da finde ich, wäre es besonders wichtig, wenn eben auch die Grünen da aktiv würden, vielleicht sogar die SPD. Die Linke. Die Linke. Also die Linke hat auch zu den Demonstrationen bisher immer aufgerufen. Ja, ja, genau. Also da sollte es entsprechende Unterstützer geben. Oder auch die frühere Bürgerrechtspartei FDP müsste ja auch ein Anliegen sein. Also sollte so sein, ja. Dafür einsetzen. Ja, also es ist einfach ein Grundprinzip des Rechtsstaats. Also das sollte wirklich, also Whistleblower-Schutz ist, glaube ich, ganz wichtig. Also das wäre wirklich sehr wichtig, dass da sich Leute für einsetzen. Ja, wir könnten ja vielleicht, also das haben wir zwar eben schon angesprochen, aber ist es denn rechtens, jemanden dafür zu verurteilen? Für Whistleblowing in dem Fall? Nein, in dem Fall glaube ich nicht. Also wir haben erstmal natürlich ist zu kritisieren, wie die Haftbedingungen sind und wie der Umgang damit ist. Vor allem Kriegsgericht, vor allem Militärgericht, der Vorprozess. Ja. Naja, um jemanden zu verurteilen, muss der ja irgendwie kriminelle Energie gehabt haben. Aber hier sieht man ja ganz eindeutig, und da muss man jetzt nicht groß rumdeuteln und den groß befragen. Aber ich sehe doch, dass das hier, dass der hier geplagt ist von seinem Gewissen und sieht, da läuft irgendwas wirklich falsch und sich dann veranlasst fühlt, hier selber tätig zu werden. Ja, offenbar auch nachdem er sich zunächst auch mal mit anderen ausgetauscht hat. Es gibt ja sogar den Hinweis darauf, dass er mit Vorgesetzten gesprochen hat, die davon aushören wollten. Und dann gibt es ja Chatlogs, also ist ja nachgewiesen, dass er sich darüber Gedanken gemacht hat und was seine Intention war. Und die Intention ist einfach gut. Und wenn jemand etwas sozusagen mit guter Intention tut, und das dann ja auch noch positive Folgen hat. Ich meine, die positiven Folgen muss man ja auch irgendwie sehen. Also wir haben den arabischen Frühling angesprochen und wir haben halt auch gesagt, dass vielleicht jetzt doch mehr Transparenz kommt und so. Und oder eben auch bessere Geheimhaltung. Kein wichtiger, vielleicht sogar das. Und vielleicht eben auch kein wirklicher Schaden eingetreten ist. Also dieser Schaden ist ja nicht wirklich greifbar. Also Hillary Clinton hat mal gesagt, und deswegen hat die Verteidigung sie auch eigentlich beantragt, dass sie dort spricht, dass es durch die Depeschen und durch die Veröffentlichung, die auf Bradley Manning zurückzuführen seien, keinerlei Nachweise für Nachteil in Diplomatie oder Gefahr für die innere Sicherheit oder nationale Sicherheit gab. Genau, also das ist auch nochmal ein Punkt. Also von daher ist es doch, weist doch alles darauf hin, dass hier jemand unschuldig ist, beziehungsweise im besten Sinne gehandelt hat. Und das ist doch eher zu honorieren als zu bestrafen. Ja. Also von daher finde ich halt die Bestrafung völlig daneben. Und vor allen Dingen auch diese extremen Dinge wie mehrfach lebenslänglich oder die Todesstrafe. Ich meine, das ist doch nun wirklich nicht... Das steht auch in keinem Verhältnis. Das, ich meine, wenn man irgendwie sagt, ja, der hat Regularien nicht beachtet, dass er unbedingt was geheim halten muss. Gut, ist aber, es gibt aber einen Grund, warum er das nicht getan hat. Also ihm war das sehr bewusst, was er da für eine Gefahr eingeht. Ja. Also wenn man die Chatlogs, wenn die auf ihn zurückzuführen sind, er sagt dort ja, ich weiß, dass das für mich wirklich große Nachteile nach sich ziehen wird. Ja gut, das weiß vielleicht auch ein Bankräuber, dass das für ihn Nachteile hat. Ja, man kann natürlich drüber streiten, also ob man das wirklich absehen kann, was dort dann auf einen zukommt. Ja. Aber er sagt ja schon, er nimmt sich zurück und opfert sich sozusagen auf. Ja. Und das ist ja eine sehr edle Sache, sowas zu tun. Ja, und er opfert sich eben auch, er opfert sich nicht einfach nur so auf, sondern für eine gute Sache. Genau. Ja, das ist halt der Punkt. Für Menschenrechte, letztlich ja auch für Amerika. Also das ist ja auch, so muss man ja auch sehen. Also im Grunde hat er vielleicht sogar patriotisch gehandelt. Das ist dann auch umso schlimmer, wenn er dann niedergemacht werden soll. Also ich finde wirklich, das ist ja eindeutig, eindeutiger Fall, dass hier Unrecht geschieht. Ja. Richtig. Und das mit der Folter und so kommt ja noch dazu. Also dafür muss er natürlich auch nochmal entschädigt werden. Und möglicherweise, also hat er schon deutlich mehr gelitten, als er eigentlich verdient hätte, wenn man sagt, okay, er hat irgendwelche Militärregularien nicht beachtet. Ja, also, und Kollaboration mit dem Feind und so ist doch lächerlich. Ja, ist doch wirklich lächerlich. Also, von daher... Der Punkt Kollaboration mit dem Feind zeigt sehr deutlich dieses Problem, dass die Öffentlichkeit da nicht so hinschaut. Ich meine, der Punkt ist total, du sagst ja schon, lächerlich an den Haaren herbeigezogen, dass man ihm sowas vorwirft. Und wenn da eine größere Öffentlichkeit für kriegen könnte, würde das vielleicht nicht nur so weit gehen, dass man nicht mehr die Todesstrafe nicht fordert, sondern solche Punkte aus der Anklage rausnimmt. Ja. Und jetzt vor dem Prozess, bevor der eigentliche Prozess losgeht, kann man da sicher noch Einfluss drauf üben. Ja. Nehmen. Ja, genau. Ja. Also das halte ich schon für ganz wichtig. Also deshalb sind eben alle da aufgerufen, sich da eben auch nochmal einzusetzen. Ja. Also es ist einfach, also wenn Bradley Manning verurteilt wird, insbesondere so harsch verurteilt wird, ist das einfach schlecht. Schlecht für die Menschenrechte und also nee, das geht eigentlich gar nicht. Also deshalb, da sollte man wirklich aktiv werden. Ja. Ja, dann schließen wir mit diesem Appell. Also jeder weiß, was er zu tun hat. Also es gibt verschiedene Dinge zu tun, aber dass er was zu tun hat. Ja, und dann berichten wir vielleicht nochmal, wenn wir weiter sind. Gut, ja vielen Dank, Kevush. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und bis demnächst. Tschüss. Reports find a pattern sifting through. As he read the data, the patterns did emerge. Patterns that were clear both before and since the surge. Patterns of abuse of the most horrific kind. Gunning down civilians out of view and out of mind. Gunning down the opposition in the middle of the night. Sending off the scholars to be tortured out of sight. Sometimes you need desperate measures when you live in desperate times. Private Manning's all he was, looking at war crimes. He wondered what to do to allow the dead to speak. He finally decided to contact WikiLeaks. Now it's all out on the table and everybody knows the emperor is naked, he's not wearing any clothes. Skin. He stabbed Bradley in the back, called the cops and turned him in. But not before the soldier took 500,000 files. If you printed all the pages, they'd stretch on for miles. Evidence against the state, right from the horse's mouth. Machinations in the west, bombings in the south. A treasure trove of details for all the globe to see. How much they need to lie and kill for democracy. How many drone strikes happened villages, leaving everyone to die. They blamed on someone else, the official line, not I. How many coups have been plotted by ambassadors who say that free and fair elections be the order of the day? Now it's all out on the table and everybody knows the emperor is naked, he's not wearing any clothes. And they're trying to stuff it back and stop it from illuminating everything we lack, such as the rule of law or playing by the book. Look, you can read it, it's right here. The ship of state is run by crooks, and they vilify the messengers, call them every name for daring to blow the whistle on the nature of their game, the game of taking lives and endangering the rest in order for the wealthy few to do what they do best, dominate the world for the corporate elite. But now their cover's blown from their head down to their feet, and now the Stars and Stripes is looking much more like a rag. The lid is off the box, the cat's out of the bag. Now it's all out on the table and everybody knows the emperor is naked, he's not wearing any clothes. It's all out on the table and everybody knows the emperor is naked, he's not wearing any clothes.